Ja, wir sind von da auch in Heisel. Wir sind wie Pastor Hermann Arden. Wir haben den 9. Februar 2015. Und mein Name ist Heiko Onken von Westgrofen. Und an Kamera ist Willy Meinders. Und wir werden von da auch ein Gespräch führen über das Leben mit Hermann Arden, was er so von seiner Jugend zu erzählen hat, von seiner Ausbildung, von der Kriegszeit und von seinem Leben als Pastor und Missionar. Ich denke wohl, dass wir darin für uns Fehmuseum Eiland ein Dokument kriegen, was groß Zuspruch finden wird. Herr Arden, Sie haben so eine feine Biografie geschrieben über Ihr Leben, Erinnerungen. Und ich habe den ein paar Mal mit Interesse gelesen und ich kann eigentlich vorsehen, das ist völlig schade, dass das so in Schublade verschwinden hat. Das dort, wenn Sie das stimmen, gehen, und das werden wir in unser Gespräch stellen, auch Annelie zugänglich machen. Denn das sind Erinnerungen, die sehr wertvoll sind und dazu beitragen, dass auch viel Verständnis für alle Dinge abdeckt worden, wo man vielleicht anders den Hintergrund nicht verfinden hat. Herr Arndt, Sie sind Ostfriesenjung. Sie sind gerne geboren. Ja, geboren bin ich 1936, 23. Oktober. Und zwar, weil Sie sagen, aus Freisen jung, das soll man gar nicht meinen, in Premnitz, bei Rathenow, das liegt ein ähnlich für Berlin. Und das lag daran, dass mein Vater Chemiker wäre. Und hier in Ostfriesland dann keine Arbeit zu haben. Und so bin ich der 8. geboren, obwohl ich da eigentlich nichts mehr von weiß, weil wir, als ich anderthalb Jahre alt wäre, da weggezogen sind. Aber aus Freisen bin ich. Denn meine Eltern sind beide von Ostfriesland, beide von Schiedlkamp bei Fehn. Und wenn ich mal bin an der Tälern, da mein Stammbaum, ich habe da so 250 Familienangehörige, die ich mit Namen kennen darf, von früher her. Und die älteste Orden, das war Wilhelm Orden, der hat so um 1590 in Holtrop lebt. Und ich bin nur die Tante, die den Namen Orden drauf hat. Und die Lykomeist-Aal, da oben hier von Auerkekahn, von Holtrop, Frisse, Velde, Schierum, Westersanne, Ostersanne, Timmel, Heisel, da sitzen sie alle. Also ein hell alt ostfriesisches Geschlecht. All Buren und dann nach kommt es nach Fehnhänden, was ein Kapteinsschiff ist und so. Mein Opa war Kaptein. Und Opa hatte noch Koppelkinder, 8 Kinder habe Da war ich ja in der damaligen Zeit. Normal, normal und habe 36 Enkelkinder und wenn ich noch belebt, habe 66 Urenkel, aber nur was mehr. Ja, also von Hus aus Der Trend. bin ich heillos weiß, ne? Von Schiedlkamp. Das ist fein. Und wir sehen das auch, achte uns das Bild, das ist das Großollenshus. Ja, das ist also mein Uropa, Jan Jüngst de Vries, hat das Köft so 1848, das ist so um 1800 gebaut worden. Und dann mein Opa, Mende Jakobs Adler, ist so intraut. Und meine Oma hat da 90 Jahre in wohnt. 90 Jahre. 90 Jahre. Und mein Papa mit seinen Geschwistern ist da groß worden. Und das ist noch ein mooi Bild von Sillenstede Ehen malt. Bloß eben, das, was so spiegelt ist, das für da auch im Gewicht Dirtschmeden ist. Und das Hus nun auch in einer Hand gekommen ist. Naja, so was das Erfahrung ist, wenn das berufliche Leben in anderen Wohnzimmern verschlungen hat, dann kann man da nicht erfasst werden. Und dann ändert sich so einiges. Ja, Sie sind, was sind Sie denn als Schaulinger? Ja, inschgelt worden bin ich, also wir haben dann, wie gesagt, erstmal in Premnitzer Kurt lebt, dann sind wir nach Ruhrgebiet getrunken, weil ich aber dort in Arbeit habe. Und so bin ich in Ruhrgebiet, in Gladbeck, inschgelt gekommen. Das erste Jahr. Aber das hätte nicht so hell lang anhalten, weil dann mit den Bomben so ganz leid war. Und dann haben sie Schaulen all die gemacht. Und dann sind die Kinder all weggestellt worden auf Land. Und wie kam denn noch mein Großeltern und Tanten und Onkel hier aus Friesland? Haben Sie ja glücklich gewesen und Rückzugsgebiet. Das sagt man, und wenn man da zurückdenkt, was das gehört, denn in Ruhrgebiet wird leib. Ja. Mit den Bomben. Ne? Da können wir uns gar nicht vorstellen. Nee. Wir haben das glücklich gewesen hier nicht belebt. Nee. Ja, mein Papa hat was eine interessante Biografie, und als ich geboren wurde, 1936, da stand er für das Gaugericht in Berlin, weil er Fell, was gegen Hitler gesagt hat. Ja. Und
wenn für da auch so die junge Delü sagen, wo konnte die eigentlich Hitler wählen, ne, dann klingt das halt wohl ein Geldblut, wenn man datet lebt hat, dann lädt das ein bisschen alles. Ja. Nicht? Man muss weiten damals, durch den Vertrag von Versailles, wenn die Delü in Deutschland unheimlich dünn. Denn große Teile von Deutschland haben uns ja weggenommen, Elsass, Lothringen, Posen, Westpreußen, was nicht all. Und dann wird für Deutsche Bolkin einbewegt, weit am 9. November 1923 hat Stalin anhört, dass in Deutschland eine bolschewistische Revolution gewesen soll. Und sie haben eine Armee von tachentichtdosen Lü hier. Ja. Und dann ist ja ein Bürgerkrieg gekommen, ja. In Sachsen vor allen Dingen, in Ruhrgebiet sind ja nicht dosen Menschen gekommen. Aber dann hätte die Weimarer Republik diesen Aufstand dauerschlauen können. Und so lebt wir das damals. Ne? Ja. Und die Weimarer Republik hat Lebstur, der versorgt aber hat Lebstur. So, und als nun Hitler aufkam, und hat dann, ja, Herr Kulja Leibfroten, der Lü dann verklärt hat, wenn ich an Macht komme, die Wort all bitte, dann haben die Lü das auch gelöft. Ja. Ne? Man muss dann weiten für den achten Grund, also erstmal, als sie mit der bolschewistischen Revolution gewesen soll, denn dann wird so die hohe Arbeitslosigkeit, die Lühane, nächste Inflation, der ganze Reichtum von den Bürgern, was weggehauen, auch mein Opa hier über Oste, diese heizen heile Barvermögen verloren und so. Ja, und wo soll es wieder gehen? Und nun kam Hitler und sie, also ich mag das all bitte. Und wenn wie viel da auch nur so groß schnarren, wo kommen, dann muss man weiten. Wie sei das nun von Achten, wie sei das von Auschwitz her? Ja. Aber das gab damals ja nicht. Und in Deutschland hat es ja noch nie so was gegeben als eine Diktatur. Das war total fremd. Ja. Und darum, der Hitler damals wählt haben, da war es ein 44%, haben das echt meint, das wäre was Götz. Das muss man hier einfach anerkennen. So. Und mein Eigenforder, was auch politisch Leib interessiert und was auch national instellt, für eben diese achte Grundfahne über Versailles, der ist eine 32. Parteigau in der NSDAP. Der Anfang sagt, auch gar nicht so schlecht. Ja, ne, also hey, das Geld mein und Hitler konnte ja gewaltig proben. Ja. Und er hat ja eine Suggestion, er konnte ja so begeistern. Ein anderen Opa von mir hat mal gesagt, Herr Hitler mal in Wilhelmshaven hört, wenn man den Mann in die Augen kicken hätte, dann kann man hell nicht alles, hat er gesagt. Also so konnte er den Krieg. Und er mag dadurch ja ganz geschickt, er hat sich als Messias verkauft. Und ich hätte beispielsweise Bibel geworden, von Jesus ob Sück betrunken. Wenn er mir von Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, dann sagt er, ich, Hitler und das Volk sind eins. Oh. Und Sück sind hellböll parallel, hätte man und die Lüsen doch gar nicht achtekommen und waren einfach begeistert. Und dann ging das auch ja erst Geld. Die Arbeitslosigkeit ging erstmal weg. Man kriegt hellgeude Darlehen, ich glaube, 1000 Reichsmark. Und wenn das erste Kind geboren wird, wäre 50% weg. Noch da das Kind, wäre das helle Darlehen ab, also den muss man nichts zurückbezahlen. Und so was wäre da all. Und darum war es nicht begeistert. So, und der ein und andere murkte ja das doch verkehrte Kahn dann. Und dann hat mein Papa, dann den Prinzessin, da hatte ich ganz dünn gesagt, gegen Hogelüde in Brandenburg. Und dann hätte Beamte um das Zimmerhut schmecken, weil ich das gesagt habe, weil ich wohl noch. Und dann kriegen solche Leute einen Brief von Gaugericht in Berlin, der muss ich verantworten, weil ich Hitler kritisiert habe. Ja. Und er vertellte mir das, also wo, als er da reinkam, da stand gewaltig große Kehls, da als Wächter, da kriegt man alle Not, dass man da nicht wirklich gut kam. Und die Richter, der Hase, waren nicht so ganz gut vorbereitet, ob das Ganze war. Und dann tumult Murke die Papieren, mein Papa Hitler kritisiert. Und da, wo er duld. Den Führer kritisieren, der Aalfeld in die Gerichtssaal Böllung, also unmöglich wäre das ja. Aber der hätte sich ja doch für so ein bisschen bedauert und so. Und er wollte mit Papa auch nicht um sein Brot bringen. Aber die Auswirkung wäre erstmal, dass mein Papa, ob Druck von der Partei, von seinem Chemikerposten entlauten wurde. Also er arbeitet dort wie IG Farben in Premnitz, etwas ein Grotwag, mit Dutzenden von Chemikers und Dutzenden von Lü, die Kunst sein im Wochenende. Und dort wurde er erstmal entlauten. Ja. Ja. Und Herr Leipzig worden konnte, wenn die Richter nicht persönlich anständig wären, nicht? Also Herr Hau auch alle in den Backe kommen konnte, das ganz klar. Ja. Naja, und dann hätte mir Papa gesagt, also das Wort ist ein bisschen riskant hier, und dann hätte er gesagt, dass die da wegkam. Und dann war es also nicht nur das Sessendartig. Also Sessendartig wäre dann. Und dann hätte er gesagt, dass die nicht achtendartig nach Ruhrgebiet kam. Und weil das also so rau mitläuft, denn deshalb und Karenzverpflichtung, er ruft nicht mehr Biet. So ein Wag, was die Mokta arbeiten und er muss was anderes sagen. Und dann ist er Anfang mit Gelsenberg Benzin AG in Gelsenkirchen.
Und das war ein Hydrierwerk, wo man also Kohle, Benzin machen hat. Ja. Da waren drei große Fabriken, da war ein Scholven, Kommendes Wellheim und Gerseberg Benzin AG. Und da ist er den Anfang als Chemiker. Und so sind wir dann nach Ruhrgebiet getrunken, erst in Gelsenkirchen Buhr wohnt und dann wurden die Werkswohnungen in Südgladbeck Chlor. Und so sind wir dort in Intrucken ein und fertig. Und so habe ich also einen Großpart von meiner Jugend dort in Ruhrgebiet belebt. Ja. Und nur, um das wieder noch mit meinem Papa wieder zu machen, er konnte seinen Mund einfach nicht heulen, hätte auch immer BBC gehört und so. Und als er dann bei Gelsenberg wäre, da wären die Leute nicht so Partei, alle. Und der Direktor hat sogar gesagt, nahm muss ja nicht nein voran, ich bringe jeden persönlich ans Messer, der sich nicht voll und ganz für die Partei einsetzt. Ach. Und an meinen Papa hätte er gesagt, ich sage doch Hochdeutsch, ihr Wahlspruch ist, Sie sind ja aus Friese, Ihr Wahlspruch ist lieber tot als Sklave, weil Sie Letzteres nicht was sein wollen, wählen Sie Ersteres, den Tod. Noch gebrauchen wir sie ja, aber Sie wissen, was Ende des Krieges mit ihnen passiert. Und man hätte immer noch manchmal die umwinden. Ja. Und mein Papa war so leibfix auf sein Gebiet, hat beispielsweise mal eine Fehlerquote entdeckt, da konnte man 6% Benzin mehr mit produzieren und so. Also man konnte nicht so wahr was, aber als der Krieg dann zu Ende ging, hat man drum weggestört nach einem Konzentrationslager. Nicht als Insasse, aber Schandela, das was wie Braunschweig, das was neben KZ von Neuengamme wie Hamburg. Und da waren so 800 bis 2000 Lü und die mussten dort Ölschiefer aufbauen und da wollen sie noch ein bisschen Energie gewinnen. Und da muss er mit Meisters Ingenieure hin, um die da ein bisschen helfen. Und da hätte sie auch vor den Klatten kriegen und so, hätte dann auch ein Heilbild, also mit die Sträflinge tot, was streng verboten wird. Ja. Ich habe auch noch Papieren unter Tiet von der Sekretär von dem belgischen König, mit der hätte ein Potenwesterhal. Naja, und dann am 29. März, FIF und fertig, Augen vor dem hätten Otto Bröst und Essen Karnap, da war ein Kommunist, der hat irgendwie unterschwellige Verbindung, hat an ihm gesagt, Dr. Aden, morgen früh sollen sie erschossen werden. Und da hat Papa Alarm regend, hat sich auch noch an ihm gesagt, und dann ist er heil ob Tiet an die Autobahn gegangen bei Braunschweig und noch 2 Stunden warten, ist er da mit Militärlaster wegkommen und dann aus Friesland hin. Und als er den Nord-Nordkrieg wäre in Gladbeck wäre und sein Kollegen dort trof, der auch in Braunschweig, den Schandler mit Westen, du siehst, was ist denn da gebührt? Ja, sehen Sie, um 8 Uhr hätte die Betriebsleiter öffentlich verkündigt, Dr. Aden ist entlassen. Ja. Nicht da, was ging einmal 8 Uhr, um der uns stöhnen konnte. Und dann ein bisschen Leute, was der Gestapo oder West, wollen verhaften, aber er wäre ja nicht. Und dann haben die Kollegen, was ein Leib kameradschaftlich, die haben die Gestapo gesagt, was nach Bonn reist, wo der Amerikaner salvieren und so, das sei ein Spuk für diesen Ding. Ja. Aber wenn diese Otto Bröst und das nicht sagt, da haben sie Papa an den Börden durchgehoben. Das ist gar keine Frage. Ja. Und so haben sie sich ja noch Föhl gemacht. Ja, ja. Ne? Ich dachte, so als Beispiel dafür, wo das damals wäre. Man war erst begeistert von Hitler, meint, das wäre was. Und der Norste wird doch nicht, aber den haben die meisten eben mitgemacht. Nicht? Besonders genau 33, der Aal-Intreden, sind in Massen intreten und im Blut immer Hitler jubelt. Und ein paar Enkelten dorthin an, aber die konnten eigentlich nichts machen. Nee. Weil alle Verbindungen sind ja Kötsch-West, aber gab es ja keine Parteien, Gewerkschaften mehr, gab es ja Aal nicht mehr. Und weil dort doch noch gegen anging, da war es ein Todeskandidat. Ja, absolut, ja. Also ich weiß, von meinem Onkel Eilert Orden, was Pistol in Bramstedt damals, der hat von Kanzler die Niederbrennung von den Synagogen angelaucht. Der hat Polizei umhaut, in den Lief treten und gesiert hauen und so. Aber er hat Glück gehabt, du warst Bogenpolizist, der hat den Handbogenkopf holen. Mhm. Mein anderer Onkel Johann Aden in Völln, der sagt Gestapo immer unter Kanzel und hat Predigten allen mitgeschrieben. Und dass als man Parteigröße der Türkei treten wäre, verlütt worden, sowohl die Partei hat, und mein Onkel sagt, der ist Türkei gut, die Wort nicht verlütt. Dann hat mein Onkel so in Karton verbarrikadiert, dass sie nicht beklocken konnten. Und dann hat man auch Mordanschläge gemacht und dann ist er verhaftet worden, er hätte in Gestapo-Gefängnis mit dem Saum. So wäre das eben. Ja. Ne? Weil der Tegen wäre, der muss heilstiel gewesen, und wenn sie den Mund oben die war im Grunde Selbstmörder, denn Enkelten konnten nichts bauen. Nee. Nee, das wäre so. Nee. Und die Minderheit war es eben so gering, dass
auch keinen Volksaufstand von der Rückkunde. Nein, vollkommen unmöglich. Also das einzige Militär hat machen können, die Hemdchen noch versorgt, aber das normale Mensch war total unmöglich. Ja. Man muss weiten, zwischen 33 und 39 haben 100.000 Jöden in KZ sitzen, aber es auch noch 900.000 Deutschen. Da sind die verbrannt. Ja, und die sind dann aus dem Heilbild hinrichtet worden. Früher gab es in der Weimarer Republik drei Möglichkeiten, wenn mal ein zu Tod verurteilt wurde und Hitler wird fertig. So hat man das hochgeschoben. Und also, welchen Hitler wäre, das war Selbstmord. Das muss man ganz blöd weiten. Und darum, wenn man für da auch so Schnaden da hat, wo Kunde das und für da auch wären es nicht so Mack und Stiel, als die damals dann auch fest sind. Und das kann man auch verstehen. Ja. Ja, das einfach mal, dass man so ein bisschen weit, ja, wo das mit Hitler wäre. Wo die Thesen damals waren, wo kritisch wurde, türkisch und wo aussichtslos. Ja. Und da sind sie noch. Von Gladberg und nach Stickelkamp kommen? Ja, nee, nun haben wir ja noch als Kind. Ich habe bloß von meinem Papa und der Pro. Ja, genau. Nun muss ich noch, wo das in Ruhrgebiet denn wäre. Nicht? Und erst ging das ja noch. Als der Krieg dann anfangen und die erste Fliege ist quem den Stunden, wie saubens noch Puten kriegen, muss dann an, wie die Scheinwerfer hören, säugen den und den Hahn zum. Ja. Und den, wo sie wieder reicht, an den nächsten Scheinwerfer und dann wo ein bisschen schoben und das war ja noch eher halb interessant. Mhm. Aber das wurde auch anders. Und das habe ich nur noch also in Ohr, den Gundert, Zaum genau richten, den Gundert, feindliche Fliegerverbände über der Scheldemündung. Mhm. Und das kriegen wir dann immer. Nicht? Scheldemündung ein bisschen südlich von Rotterdam dort, auch Quimsen rüber, flogen dann mit nach Dorsten ungefähr und dann drehen sie um nach Süden und dann kriegen Ruhrgebiet. Ja. Und weil er ja Stadt an Stadt wäre, auch wenn Essen bombardiert wurde auf Dortmund, dann kriegen wir auch, weil wir da mitten zwischen wären. Und das war also unheimlich. Die ersten Jahre haben wir dann noch in den Keller sitzen. Da haben wir so Doppelbetten aufschlauen, so halten Betten, dass wir da auch in den Keller schlafen konnten und so. Aber das wurde ja alle Leute. Und dann werde ich einmal, da war es ein ganz schwerer Angriff. Und dann wurde langsam still. Und dann ging die Sirene, das nur für Bibi und dann wieder Bogen. Und dann war es die ganze Südwesthimmel gleinig für. Da haben sie Essen angegriffen. Das war im März 43. Das war die, in Böcken kann man das genau lesen, das war der Kampf um die Ruhr. Da haben die Alliierten versucht, in Großangriffen, 21 Großangriffe gegen Köln, Düsseldorf, die alles Städte. Und der erste Angriff ging um Essen. Und was da führt, dieses Skandal mit den Bomben und dem Moll, wird heilstiel. Und die Naubestunde, alle Buten gegen alle noch die Flammen dahin. Und das war so weit 5 Kilometer von uns auf. Auf wie die Wasser nicht? Nee, wie die Wasser gar nicht, die Grenze. Und ich sehe da auch noch, am Horizont war so ein gelen Strieb, ganz intensiv gel, das waren die Flammen. Ja. Und der Röwe wurde dann so langsam ein bisschen mehr rot und das ging dann mit über Zenit so. Ja. Und dann so ein Hulen in die Luft, das was wollte, das wohl das Führerwest lesen. Ja. Und dann die nächste 2 Nacht, was immer noch rot über Essen hat, immer noch brannt. Und dann, ein paar doch Leute sehen mit allen so, wir haben sein, ob wir da ein bisschen hin können. Dann sind wir dann über Gelsenkirchen-Horst, da hinlopen, Richtung Essen-Karnab. Und zumal lachen die Leitung von den Straßenbauern auf Grund. Und dann, zumal sagt man, bitten auf Horizont, blut noch Trümmers. Unvorstellbar, blut noch Trümmers. Und die immer noch brennen. Immer noch, ja. Und da sind ja so löche Bille, die man in Hollen hat irgendwie. Und ich sehe uns da noch, staunen wir an so eine Mühe, da war es das Fuß weg, bloß ein bisschen Stunde noch, was Gel von Phosphor, die Mühe. Und mein älster Bruder Menno, die wollte mit Feuchte wohl so ein bisschen so als Riedstier da anstehen, so als Kinder, dann sind nur sie Papa lochtert, ne? Weil die wohl noch. Ja. Und gegenüber war es ein Hus und nichts mehr von Öwe und brannt immer noch. Und seitdem muss ich nicht mehr in Stadt wohnen. Das hat so ganz deep in mich fast gesagt, in Stadt, wenn Krieg ist und dann brannt, du kannst nirgends hin. Du kannst nirgends hin. Keine Möglichkeit, ja. Ich habe in Osten wollen, dass in Großstadt mich fragen, ob ich glaube, es dort wohl, vielleicht bin ich nichts davon, das was mit Terrorist kann. Das sind ganz deep in. Ja. Und auch das Holen von den Flugzeugen. Das sind mit Olster Breuer, das ist nur all tot. Aber die sehe auch, wenn es nachts mal ein Propellerflugzeug für Bifo flügt, dann triert er immer noch, ja, weil das eben die Bomber wären. Düsenjäger, nichts, aber diese Holen von den Bombers. Ja, das was Essen. Und dann das Essen, also ich habe da nochmal im Nocking, in Essen sind damals, in dieser Angriff, das waren 442 Flugzeuge, die da über Essen west sind,
Und in den Nacht sind 500 ziemlich Leute dort gekommen. Ja. Und dann im nächsten halben Jahr ist Essen sechsmal noch angegriffen worden. Und da sind insgesamt 1.533 Menschen umgekommen. Und in Heilruhrgebiet hat 21 Angriffe gekriegt. Da sind 21.000 Leute umgekommen. Ja. Das war dieser Kampf um die Ruhr. Das war ja, so ja. Ein Ausschnitt und die ganze Bombe. Da kommt ja halt wieder. Und in Gelsenkirchen, wo wir auch der Stufern wohnen, den hat in Krieg 184 Angriffe gekriegt. 184. Und dort sind 3.290 Zivilisten umgekommen. Ja. Und als die Gelsenberg, wo mein Papa arbeiten, den, das war ja das Flugziel genau. Von den Bombers, ja. Das ist dann am 30. Juli fertig plattmacht worden, in 22 Minuten 2.500 Bomben. Da kann man sich das gar nicht vorstellen. Und um das noch oft zu runden, denn was sind die Stellen der Aal dir, dann mussten die Aal weg, und dann habe ich immer so ein Heimweh. Was habe ich mit Oma in Schiegel gehabt? Und dann kam meine Mama dann wohl hin und her mal und hat mir dann auch wohl mal für ein paar Wege mitgenommen, weil ich wohl noch. Ja, aber für Mama ist ein Dätig noch in der Obi. Der bleibt wie mein Papa. Ja. Ja, wie viele Kinder was ein Aal für der hält. Obwohl mein Opa dann sagt, das geht eigentlich nicht, wenn sie da bald umkommen, dann sind wir mit allen Kindern. Ja. Da werde ich wohl da. Ja. Aber sie wohl Papa auch nicht erlernt, ich laden. Nee. Naja, und dann werde ich wohl, da hat meine Mama dann auf Stielkampe bauen auf meinen Pol aufsetzt. So. Ja. Und weil meine Mama da down hat, habe ich den nicht aufgenommen. Oh. Ich habe den heilen Weg opfert, Nacht und Tag auch in Bär, ja. Weil meine Mama der mich aufsetzt hat. Ja. Und dann sehe ich meine Mama, ja, ich nehme dir mal ein paar Wege mal mit. Ich sei ja noch für so eine Mester Rabenberg gegangen und dann lehren aufschrieben, was ich denn so machen muss und so. Und dann, ja, da wir hin. Und als wir da wir hinkommen, da liegt all hell an, dass da was Stufbinushus in der Luftmine angehauen waren. Da wären zwei Husen total weg. Naubes haben dort auf Straße liegen und so. Und den haben wir ohne in da was ein Kellerraum überbleiben von dat Hus und dort haben sie einen Notbunker von baut. Da haben sie einfach bloß Schutt und Pakt und Notausgang. Und wenn dann die Sirenen gehen, das sind auch so Sachen, die in Holtmann für das helle Leben, dann wird ja pickedüste, was ja nirgends eine Lucht, ne? Was ja ein Luftbrand irgendwie, pickedüste. Und dann hört man da heil 8 Schuppen all, wo die Flüge noch all wären und wie in Drafnau diese Notbunker hin. Und dann die zwei Isendörn achtlos dicht und dann sagten wir da, das was Lötje, das kommen wir hier, mit Tachentichmann, und ein paar Käsen auf Grund und dann ging Buden los. Erst aus Flakfung anschalten, die war einen Kilometer weit weg. Da war es immer so wohl gefallen, dann wehrt man sich zumindest nicht, dann lässt man sich nicht a gefallen, nicht? Aber, und dann kam die Bomben an der Ort. Und wenn die Öfe aus wären, kann man dann hören, wo die an der Ort kommen. Das Susen, das kann man hören. Und dann schlugen die in und dann wackelt alles. Ja. Und dann in den nächsten wackelt alles. Und durch Stielwerk die Not, dass du nun Rauch warst von genau. Der Bombe. Ja. Und wir waren wegfest. Also ja. Das war ja kein richtiger Bunker, das war nur ein Notbunker. Wir waren alle wegfest. Und die Lüder, die Freude, was dann gehen. Ja. Ja, die Freude, was dann gehen. Die Katholischen schlugen sich zusammen auf eine Betgemeinschaft. Heilige Mutter Maria, nun hilf doch. Und dann wird Leppe und nun hilf doch, Heilige Mutter Maria, riefen sie dann alle. Und die Mannlü, den auch rohren, weil sie sehen, an Front ist das ein Schritt. Dort kann man sich wehren. Aber hier ja. Sitzen wir und warten, ja. Dass wir dumm gemacht ja. Ja, und ich als Löchchen bleibe mit Tisch. Ja. Das waren also Nachten, die ich nicht vergeben darf. Und wenn dann endlich still wohnen für Ruth kommen, werde ich wohl noch durch, was man für Bier und eine Stunde die Mannlü da für diesen Notbunker. Und der war so ein bisschen Abhang und wo die Fleisch ist herquem und da war es ein bisschen ungeschützt. Und da sehen sie, du musst eigentlich noch mehr Schutt hin. Und den Tieren der so ein Stück Schutt ab und schmitten da hin. Ja. Und diese Bagatelle, diese Langlosigkeit, habe ich genau für Augen noch. Ich sehe immer noch die Körpers von dem großen Mann, die ich weiß ja so ein Henning-Fan ist. Die totale Dunkelheit, aber die Körper passen noch ein bisschen dunkler für den ja. Himmel. Und wo sie die Stück Schutt abgräben oder hin schmitten und den Dahlfall die und dann sagt dazu ein bisschen auch. Ja, das tut Wesen. Ne? Oh. Ja. Ja, und dann nach Husen und dann in Betten. Fenster waren, was eine Art gehört, was ein Kind schieben wir in und nichts. Und dann hob man nochmal ein bisschen das Schlauben, aber kann auch Wesen, ein bisschen laut die Sirenenwirkung. Ja. Da mussten wir wieder hin. Daraus haben wir dann 3 Angriffe am Dach. Aber das, was wie gesagt, so, das, was ich ging dann ja wieder zurück nach Stiegelkampf, ja. Weil das. Ja, einfach zu riskant wäre, aber man hat Heimweh, man wohl auch mal wie Mama, wie Mama und Papa gewesen. Ja. So wird das in Ruhe gewesen. Da war es ja dann kein Normalleben mehr möglich, wie die Angriffe. Also da gab es auch ja wie
kein beruflicher, wirtschaftlicher Aufbau mehr auf irgendwie Wirtschaft. Ja, also Benzinwagen, das muss den lopen und dann wird total kötschmeten und dann versorgen wir ob die Bauern. Die Zechen müssen natürlich arbeiten, das Köhlen ruht kaum, aber ja. Was. Also wir sind ein totales Chaos. Und ja. Als wir den Nordkrieg durchkommen, man kann sich nicht vorstellen, wo kötschmeten das Ruhrgebiet wird. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Dass wir abgebaut worden ist, ist für mich eigentlich von den ein Grundwunder. Und in relativ kurzer Zeit. Ja, erstaunlich. Ja. Erstaunlich. Ja. Ja, Stiegelkamm, du warst mit dem Stiegelkamm, Erfan Krieg haben wir den Stiegelkamm auch mitbelebt, am 2. Mai. Dafür dem 1. Mai sind sie hier nach Heisel gekommen. Hier haben sie ja noch Schruppen, hier von Gaste, hier haben sie noch Schruppen. Ja, was Kanadiers, ne? Kanadiers und Polen. Ja, auch Polen noch. Polen auch, ja. Und hier sind auch ja mehr Husen noch Köttgern, verbrannt und auch noch ein paar Doden hier. Und wir sagten ob Fein. Und mein Papa war ja nun Flücht, der war ob Stiegelkamm den ankommen. Ja. Nun warst du wie Gott sei Dank als Familie Bienane. Ja. Mit Mama, mit Papa und wie Verkinne. Das war leid mooi. Und dann, weil ich wollte noch den Snachs über Heisel, die das brannten, so Sachen wie wollen. Und alle dachten, können wir es denn ja bei uns, was einfach dann gebührt. Und mit Mäude legte auf als ein Schlodderwief. Und ich begriff das ja gar nicht. Ich habe dann Norses begriffen. Mein Papa hätte dann an meine Mama gesagt, wenn die kommen, den Mob verklett die als ein Heilschlodderwief, dass sie nicht vergewaltigen. Ja. Da kam ich ja noch down, nicht? Also nicht mit Mörder, aber ich weiß wo noch, wo Schlodrisse davon auflädt. Ne. Und dann hört man an den Mörder, die Panzer, ja, ne, quälen noch zwei deutsche Soldaten über den Mörder nach uns hin. Und die haben wir noch ein paar mit Spiegeleim auch, weil die so Schmacht haben. Ja. Und die sind mit Busch, mit Meiden auf Backbord gegangen. Und davon ist ein noch wieder durchgebracht. Ach Gott. Ja. Da liegt den Backbord auf Kargo. Ja. Und dann quälen die Panzerspähwagen und holen den für uns Hus. Und mein Papa konnte ein bisschen Englisch, ist dann rübergegangen nach Höhe. Er hat gefragt, was für Landslüse wäre, ja, so was der Canadiens. Ja. Und da war es vielleicht beliebt, dass die Polen wären, weil die Polen, die haben einen ganz schlechten Ruf. Ja. Und die Kanadier, die hoffen wieder, dass die ein bisschen zivilisierter werden. Naja. Und dann sind den, haben die, Ost, ist ja nicht beschoben worden, und dann haben sie das Hus von mir Groth-Olm, weil wir wohnen den als Hauptquartier um. Major mit Datich Lü. Wir mussten ein altes Zimmer suchen, wir mussten den 8. an den Heilwolf. Und aber die waren dann dafür. Und dann haben sie uns nichts down, aber das Hus total unblödet. Ne? Das aber. Alles mitgenommen, die helle Utstühle von meiner Mama. Wir haben auch noch so ein mooes Seilschiff-Bild von meinem Uropa, das hängt nun irgendwo in Kanada. Und die helle Utstühle von meiner Mama haben sie alle mitgenommen. Und dann sind sie noch mal weggekommen und haben noch viele geplündert. Und dann, ein paar Tage Leute, kamen dann die ersten Tauschautos, mögen sie das noch weiten. Das war ein amerikanischer Laster, die haben den Schokolade und sowas an Bord. Ja. Und wenn wir dann Eier haben und sowas, dann können wir den intuschen. Wir hören den Leckereien. Ja. Da war die Wohnung. Oh, da war es ja ein Ereignis für Kenne. Das, genau, da gab es mal Schokolade, aber wir wussten, wie Schokolade ja. Ja. Und dann so ist ja noch die Holland-Amibius-Dörtruppen dreht auch. Die von Holland kam, die war natürlich entwaffnet nun, aber die gingen ja in das Internierungslager nördlich von Weser-Ems-Kanal. Da mussten die alle hin. Und sind drei Dauchbücher so durchdrucken. Haben der denn noch irgendwas anrichtet? Nein, die haben keine Waffen mehr. Das war der Gefangene. Ja, was Gefangene, ja. Und mussten da in das Lauge. Aber wenn ich Fähnchen hätte von Hürde noch gar ein Pferd kriegen, auf den Wagen kriegen, diese den Besitz schoben denen und so. Ne? Ja. Und dann die sind ja langsam bedauern, nicht das Ganze. Aber die erste Team Nordkrieg, war es noch nicht einfach, ne? Ja, wir sagten da nun um Stiegelkamm und wollen ja wieder ein Ruhrgebiet rüber. Ja. Und da gab es ja keine Nachrichten, gab keine Zeitung, Rundfunk sozusagen nicht. Nee. Und dann ist mein Papa mit Rad nach Ruhrgebiet gefahren, in Tweda auch, als sich erkundigt wurde, Utsach. Und ist dann auch geblieben, er musste ja das, was er in Arbeit steht. Und wir wollen da auch ja gehen hin und wir wissen, ob sie noch Hermann Reuben kennen, von der Fein, der UFO-Unternehmer. Ja, ja. Der hat gesagt, ich bringe ja da hin, bloß. Meine Mama muss für Benzin sorgen. Oh. Und das hätte sie auch irgendwie fördern kriegen, ich weiß nicht wo. Und du hättest mit Pkw dahin. Und dann mit Pkw dahin. Und dann sind wir auf diese Ordnung, wie wir nach Gladbeck zurückkommen. Und hast du noch was von dem Hus? Das Hus, ja, Boben wird leib gehört, aber da war ein Bobenlü in Trucken, in Mittenern was Lü in Trucken und wir waren dann noch unten. Aber das war eben so. Das war was der Tietz. Also wir waren blieb, das Hus noch schon. Wenn wir so in Norbeskopf umkicken, was da all gehört wird, dann kommen wir blieb wissen. Ja. Aber dann kam eben die Schmachtentitel.
Da gab es nichts zu essen. Ja, das war also ganz schlimm. Der Mensch gebraucht, um zu leben, normalerweise sagt die UNO, 2500 Kalorien am Tag. Ja. Und wenn ich nur arbeite, dann 4000. Ja. Und irgendwann, nicht mit Fiefen fertig, haben wir noch 1600 Kalorien. Und dann ging das wieder an Daul und Bettina, wie minder als 1000 Kalorien hat. Also ja. Dadurch war das, was Mensch gebraucht hat. Ja. Ja, und woher sich das bemerkbar macht? Ja, dafür schwach haben. Ja, ja, und haben die auch gestorben? Also die Amerikaner haben versagt und haben die Ärzte und Behörden verboten, in Todesurkunde Hunger zu schreiben. Das dürfen wir nicht. Nee. Das war all für Kolben. Ja, so. Grippe. Ja. Aber so ein Heilbildstürm, wo es Naube auch, das war ein hochanständiger Mann, der konnte nicht hamstern. Und Gott sei Dank, wir konnten hamstern. Ja. Machen wir gleich fix auf das Gebiet. Ja. Aber wenn wir saubers beispielsweise in Bergung, dann haben wir erstmal die ganze Keller verbarrikadiert. Die kamen unter Jäge. Dörr klärt Paul, dass man die Klärt nicht nach Dörr drücken kann. Ja. Und dann zwischen Dörr und Mühe und Paul, dass man die Dörr nicht oben kriegen kann. Und so wie jeder auch der helle Kelle verbarrikadiert. Und das Kellefenster, da haben wir dann noch zwei Eisenstangen in Mühe. Man hätte uns nichts holen, der haben es doch gut kotzsaugt, wir haben da nichts von gehört. Und Siegbogen und die Knieche, der wir haben uns das zweimal geklaut. Wir haben wohl Knieche obtrunken, aber wir haben nur Knieche obtaubelt. Nee, schau, ja. Und das was das und das andere wäre eben mit das Eten. Mit Mama ging den Hamster. Und wir haben Verwandtschaft in Schirum aus der Sanne, das waren die Frühlings- und die Kurdes. Ja. Und die sind Leibreal Westeros, die hat Mama Leibhulpen. Sie hat mal in Porda auf der Boden, wo wir das nur noch 11 Cent Naturwels Hamster. Ja, wo kriegst du denn den mit? Ja. 11 Cent Naturwels, das war Schwarzmarktwerk von 7000 Reichsmark. Ja. Das war die Prise noch. Und wo kriegst du die mit? Und mein Opa hat einen Kiosk timmet und dort 12 Cent das Indown. Die Kiosk ist angekommen, die Turbels aus dem Rot. Also so gut nicht. Und dann hat Hermann Röden, der fuhr auch Turbels von das Freistaat Ruhrgebiet, der hat die Turbels mitgenommen. Und wie Stunden denn da an der Autobahn, wo wir da auch essen und dann kommt bitte wieder Abfahrt Schalke 04. Dort zwischen wäre ein Parkplatz mit Bauerbecks und da stunden wir dann. Und da holte Kurt an und gab uns die Turbels und wir dann die Ocken brauchen und nach Hus hin. Aber nun, wo kommen die Turbels hin? Nicht in Kelle. Die kam ohne Bär von meinem Papa. Oh. Da war es ein Säcker. Ja. Und ich übertrieb nicht. Biel lag um Nachttisch. Ja. Um die Turbels zu verteidigen, den zu helfen. Und aus Naube. Nicht vorstellbar. Der Osnaube, der hat auch ein paar Turbels hamstert und hat ihn in den Keller gebracht. Und Anne Mörnstein, seine Frau, dort wird in das Köken Dörr und sagt, Frau Aden, stellen Sie sich vor, die Kartoffeln sind schon wieder geklappt worden. In der Sülwignacht. Ja. Und darum lachen sie wie Papa ohne Bär und Biel lacht um Nachttisch. So gut. Ja, ja, und das war es darum, wir kriegen in Jahr für sechsköpfige Familie 12 Cent Naturwels in Jahr. Ja. Offiziell. In Praxis haben wir bloß 200 fertig Pfund kriegen. Ein Viertel. Und da muss man ein halbes Jahr von leben. Ja. Und man kann ja nicht noch ein Pommes frites Brot kaufen. Das darf ja nicht. Du musst da von leben, was du willst. Ja. Und wenn du das nicht kriegst, dann für mich. Und dann werde ich von mal etwas Sorte nach Ostersorte nach Sömer fertig mit das Westwesen. Da sehe ich mit Mama an das Jungse, du warst mit drei Jungse. Wir haben nichts in Hus. Kein Turbels, kein Brot, nichts. Hier haben sie Geld, haben sie Magen, seit toll, dass sie was kriegen. Ja. Und Geld gab doch. Ja, Geld haben wir wohl. Haben da kommen wir auch noch Stunden von Fintern, was wir da alle mitbelebt haben. Aber Geld haben wir, muss man ja. Und ja, und dann wie los? Ja, wo gab Brot. Und mein Bruder Menno ging ein Kahn hin und mein Bruder Theo und ich gingen noch anders vorhin. Da soll eventuell, haben wir gehört, Brot geben in Luftverdach. Und das ist wieder Quim, was so eine gewaltige Menschenschlange. Du warst kein Brot, Backelaut war dir, aber du soll eventuell Brot geben. Und du warst eine gewaltige Menschenschlange. Und da sehen wir uns, wenn wir uns achter anstellen, kriegen wir hundertprozentig kein bisschen Brot auf. Bestimmt nicht. Warte mal auf. Und wir waren nur noch Hennige Jungs. Und dann haben wir uns ziemlich föhren an die Spitze von der Schlange, so 5-6 Meter Siedels in Sand set und haben da so spült. Und so down, als wir uns Mörder in die Schlange stellen. Und dann gingen wohl drei Fährstöhnen unter der Tür. Die sind gar nichts, aber die Leute, die sind an uns Gesichter wenden. Na, was meint der, wir hören da hin. Ja. Und als dann die Türen oben gingen,
wie als Wieselküste zwischen. Ja. Und mit dem Breuertier hat erster Bruder das Fisch gebaut. Ach. Ja, ja, was nicht ganz fair, nicht? Nee. Aber so wird. Der selbst, der Erhaltungstrieb. Und dann ist ja am Fußhand mit dem Broden und ich sage noch, mit einem anderen Breuer auch noch einen, das war diese Maisbroden, diese Gelbroden, ja. Lachendorp-Kredenz. Und dann wurden die in Stücken Schnee und oben geröst. Wir haben kein Botte, wir haben kein Margarin, wir haben nichts. Die wurden oben geröst, dass die ein bisschen anderen Schmuck kriegen. Ja. Und wir waren glücklich, dass wir Ostern nicht schmachten mussten. Ja. Und wenn hell rum wäre, dann gab es Kuba-Zucker, das war so ein Gel-Zucker, dann haben wir Maugemehl, Fulmer gab es nicht nur Maugemehl, dann ein bisschen überlupen lassen über das Röstbrot und ein bisschen Kuba-Zucker aufstrahlt. Und dann war das. Was Leckeres, ja. In der Not ist jedes Stück ist dann wertvoll und geschmacklich, nicht von Hand gewesen. Nein, wie was? Ich weiß wohl, dass ich an Knie solche Sehnen habe, und man so gestört, das Kind, dass das nicht mehr heilen die. Das sind also Eiterbeulen, wo das und die nicht mehr heilen. Da werde ich wunder. Und wie gesagt, wir mögen die den Hamsten und das konnte ich leben. Und ich sage nach wie vor, diese Lüderbogen in Gemein, Kargemein, Wene, Schirum da, der Herr muss gewaltig helfen. Ich weiß nicht, wo wir dort hinkommen. Was sind das familiäre Gründe, warum sie holten, wenn man was allgemein so ist? Die Lü, was ein Leib anständig in Wien, das war so ein Leib kachelt und gemein. Ja, genau. Aber was zum Teil natürlich Familie, aber auch den Bekannten. Ja. Aber was sie auch sehen, wo kriegt man das hin? Ja. Und dann hat meine Mama uns mal in Sommer mitgenommen, dass wir auch viel mehr satt essen konnten. Denn viel gab es ja genug. Ja, ja. Und dann in Rheine, wo die Bauern auf den Wert in Zug, da hätte er mal das zur Stunde ja Kontrolle. Und ich sehe noch eine Frau für mich, die ritt ihr Kleid hoch und hätte ein Stück Botte und stoppt einen Schlüpfer drin und andere Sachen, was sie so haben. Ja, und wieder der alle Bahnstich und dann gucken die Beamten durch der Herde Zuchtür und dann fahren sie in den Speck sieht und holen die Fenster tot, weil hört der, ging ein, man muss sich ja nicht Strafe machen. Nee. Und dann, als das. Also die Zuchtür, denke ich, kam so Baumstich und haben die Lüden alle kontrolliert. Mhm. Und ich sah noch mit Mama Stunde, meine Mama war eine große, tranquille Frau. Und ich war so ein Henning-Fan. Und ich kam in den Stiegelkampfbusch, solche Baukenbombchen mitgebracht, so Input in Ehe, wie so ein Püt. Und sehe an die Beamte, der dort so groß für mich stand, guck mal, Onkel, hier mein Bäumchen liegt. Da hätte ich wohl doch sich ein Ablenkungsmanöver. Ja. Und da sehe ich an meine Mama, Mama hat so einen Hutkoffer, sie sollte man im Ofen machen. Ja, sie hätte doch ganz gut so Lut. Handelgasserin, ja, ein bisschen, zack, 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 ja, ist gut. Mhm. Als wir in Hus werden hast und sie den Koffer aufpacken, die, zack, 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 und ohne Lachen drei Hörner drin. Ja. Da doch Mama, was das für Nerven hat, zwei Handlungen wieder und sie haben die Hand. Ja. Und dann, wo man ja aufhört, ne? Ja. Ja. Da stund aber nichts drauf, ne? Da werde ich nicht genau, wo sie machen, aber da wurde alles weggenommen, was man denn hat. Ja. Und dann kriegt man doch einen Schrauf, kriegt man. Ich werde aber nicht wofür. Nee. Aber so werde die doch. Ja, ja. Und die Züge waren ja unvorstellbar voll. Die sagten, ob Dach und Puffers und wo. Ja. Die gucken die Fenster, hauen so die Fenster kaputt, dass man drin quimmt. Ja. So. Nein, es war ein Kampf ums Leben. Das ist also für uns gar nicht vorstellbar. Um Existenz. Und wie gesagt, so ein Böhl stürmen, der ein bisschen schwach werden und nichts besetzen konnten. Und wenn meine Mama nicht so fix wäre, ich weiß nicht, wo mir das auflocken wäre. Nee. Ja. Und da muss ich nach wie vor sagen, also ich bin hier Betty Mann, ja, die war nun antik in diese Föhn, Heisel, das Hus steht. Ja. Betty Mann, das war eine Cousine, wir fahren in Opa. Und als meine Mama da mal hinkam, da sie Betty Mann, blieb man im Sitten, du kannst ja im Augen mit eben. Hm. Und dann hat Mama Mantel getrunken und da fand dann Betty an Rohren. Ja. Und da sieht man, was hast du denn da draus? Ja, ich sage ja nur, wo Mauge du bist. Ja. Schlimme das Zeit, was ein weiße Tiden wird. Ja, das kann man wohl sehen. Ja. Ja. Und das Leben, das kommt ja wieder. Ja. Und irgendwie kommt man auch verrückt mit dem Gedanken, was war ich mir, was kann ich werden. Genau. Und da kommt die Schulbildung und die Hochschule in Leer, die war doch sicher auch gar nicht so einfach. Ja, da kommt auch wieder mir Bienen an. Also wie gesagt, in Gladbeck in Schöll, denn letzte Zeit von Krieg wie ein Schiegelkampf, den muss man da auch vielleicht noch erwähnen, nach Krieg sind dann ja Ende Mai, haben die Engländer ja all die Parteigenossen abgeholt, die hier wohnen. Ja, richtig, ja. Und die Burmesters und den Löchenamt haben, kommen ja alle in KZS dagegen. Ja. Und dann Bienenmester Andreas Baumann, der ist doch verschmacht.
Ja. Also der Mietalphabet, wie man hat, der haben sie noch ein bisschen höher gehalten, und noch die Rotenburg, und da ist sie beschmacht. Und dann hat die Behörden, die Krankenhaus, oder die Standesamt, hat die Familie hier in Schielkamp nachgegeben, hey, was beschmacht. Ja. Und er wurde achter dem beerdigt, und dann hat aber den anderen Onkel von mir und Hermann Röllen. Der Herr ein Auto sind da hinfahren, haben die Leiche utbuddelt, identifiziert und das noch mit nach Hause nehmen und herrlich hier in Schielkamp und in Krakow. Ja. Das kam auch ja noch alte Bibel, wenn wir da noch umkommen sind. Ja, und dann wird so, dass mein Papa den arbeitslos war, das kann man auch ein Herr lernen von vertellen, das hungen wir mit den alten Nazis zusammen, die alten Nazis haben dann Förderne kriegen, das sind doch Bienerne bleiben und haben die Entnazifizierungsausschüsse bestochen mit Kokslieferungen und Wattlichal und mein Papa... So was gab es auch noch? Ach, ich war kurz geschrieben. Und wissen, mein Papa, die wollen es nur weghaben. Sie haben ja erst hofft, Herr Gundor, achte für den Huren, dass zum Durchschreiten gehen, aber nur was er doch noch überlebt, nur wollen sie weghaben. Und dann wird es auch so, dass die ganzen Betriebe demontiert wurden. Nicht? Die ganze Fabrikanlagen, auch die Gelsenberg, wo ein Tick demontiert. Und die gingen alle aus Russland nach oben gehen? Ja, England, Frankreich, Belgien. So, die ganze Maschinen. Ja, die ganze Maschinen wurden dann ja weggebracht. Und du warst ja arbeitslos. Und was soll von uns nun worden? Das war nicht und nicht und fertig. Ein ganz Schaufeltit. Und ich wundere mich, wo mein Papa da Dörr holen hat. Nicht und fertig, aber da warst du ja auch. Ja, ja, Währungsreform war es halt für wie. Ja. Aber du hast keine Arbeit. Nee, das stimmt, ja. Und dann sind wir nach Stiegelkamp gegangen, da hat das Haus von meiner Mama. Das war ein Kopmannshus mit einem Achterherrn. Da haben die Tiet in Wohnen, Oma und Opa, mein Tante Henny, der Mann war gestorben mit drei Kindern, Flüchtlingsfamilie Schian und Stettin mit drei Kindern und wie zwei Eulen mit vier Kindern. Und da war es noch kein Spülklosett, da ging noch Aal, noch Achten hin und mit Gierwagen und so. Also ganz bedräufte Tien und ja, wo sollen wir verleben? Und nun haben mein Opa von Mama sie, der hat ein Manufakturwarengeschäft, aber er war nun alt und er hat auch ein Reisegeschäft. Und er hat das Gebiet, was ich ihm vertellen die, also Holtrop, Lehne, Schierum, die ganze Kahntor, Bittnau, Backbahn und Häsel und Timmerland, hätte mit. In Gäudetien mit Motorrad, in Schlechtetien mit Rad bereist. Ja. Kufferachte mit Plündrum und dann von Hus zu Hus. Ja, und den hat mich von Porrach noch eine Frau, und Lübbets Fein, die ist von auch 91 Jahre alt, hat mir erzählt, dass da ein Mann kommen, der hat einen Doktortitel und der verkauft da Kleider. Ganz genau. Und da sehe ich ja, der wäre ich auch, wer das ist. Ja. Genau. Aber. Naja, und dann hat mein Opa stürft den Gau, dann hat meine Mama das übernommen. Du warst am Anfang fertig, muss man sich mal vorstellen. Jeder Tag mit Rad von Stiegelkamp über Timmel und dann in diese, jedes 20, 30 Kilometer, bei Regen und Rad, Schnee und Eis, immer mit Patt. Ja. Und Föhl konnten sie auch ja nicht mitnehmen, ob wir Koffer. Und dann hat Nors, ist mein Papa, hat hier den Hulpen, haben wie so einen alten Opel P4 gekauft und für Christi. Dann guckt ja was macht, aber die was bleibt dürr in Reparaturen, immer Platten. Und meine Mama muss dann bei Schnee und Eis Räder wesseln, also was hätte der all dürr gemacht. Aber dorthin haben wir gelebt. Ja. Und das war ein ganz feiner Kundenstamm, also im Nachhinein toll, wo die meine Alten immer Hulpen haben und so Kunden sind leben, aber was natürlich ganz stur. Bitte Papa, denn wir Arbeit kriegen, Herr, das Chemiker, bitte ja, der Wasserwerk in Wilhelmshaum. Und darum sind wir dann auch Sillenstedt getroffen. Aber nun müssen Sie sich mal vorstellen, diese Lebensumstände, da tust du mit so viel Lü, da nur kein Geld. Nee. So, und dann mussten wir, ich glaube, vom halb sechs aufstehen morgens, meine Mama stund um fünf auf, dass oben ein bisschen warm wäre und so. Dann stunden wir um halb sechs auf, Gott sei Dank buchen wir uns ja noch nicht rasieren und so ein Kram. Und dann eten und dann um sechs zu tust du, zu fällt loben nach Stiegel können wir bauen auf hin. Halb so eben vor die Zucht dort, die Kleinbahn. Ja. 20 noch, acht, was mir denn Pflicht in 20 noch so eben Pflicht in der Lehre. Und dann noch Schalthändler. Und das Naumedas wäre das so, dass wir für halb drei neu den Hus wären. Hm. Den was wir nicht stürmen, wie Pat. Ja. Und wir waren schon auf. Ja. Und die Steitjes, den Lehre wohnen, die Stunden. Zwei Stunden laut up, kann man wohl sagen, und was zwei Stunden laut eher den Hus, und wir waren nicht mehr konkurrenzfähig. Nee. Wo denn die Zensuren runtergingen? Ja. In Gladbeck war ich in Gern Schäule West, aber nun gingen die Zensuren runter. Und dann sagten wir um Taubelteil mit drei Kindern, und dann mit Löcher ist auch ja noch die Bikard aufs Gold. Ja. Und sollen Lehren machen,
denn griechische Vokabelslehren und Mathematik und Cicero-Übersetzung und Asenkraum. Nee, was also ein ganz, ganz sturen Tiet wird das. Ja, ganz sturen Tiet. Ja. Aber so haben wir es in Dörfrat, mit dem Brauer, und dann sind wir noch nach Aug, haben gehauen Aug, was die Schule ein bisschen humaner. Lehrer, die wohl gewaltige Erfolge haben, und da wo alle Runde schmecken, was nicht umliegt wohl. Mhm. Und in Aug, was ist menschlicher, das kann man wohl sagen. Da hast du das Gymnasium. Gymnasium. Hier wird das Uwe Emius, ja. Gymnasium, da wird Ulrichian. Ja. Und da wird auch Peter was, den Menschen, den Messes, was noch irgendwie menschlicher und so. Aber wie gesagt, da war es ein King Glanztiden und ich denke doch nicht so hell gehen an Türen. Nee, da kam ich denn. Aber nun sehen sie eben wegen Beruf. Was wort man denn? Und nun muss man weiten, dass Ostfriesland in den 19. Jahrhunderten hell fromm Land ist. Ja. Und wenn ich an meinen Opas denken da, wo fromm die wären, und auch mein Opa Vogt, also Mamas, vorne, wo wir denn ja wohnen, den eintritt, jede Abend. Vor Albinern holen Andacht. Ja. Ne. Seelenbrot von der Schwede Rosenius, etwas und Andersberg der Jorn. Und davon, wo man auch prägt. Man prägt auch als junger Mensch über Gott in Ewigkeit und all die Fragen, was von Mensch geworden ist, wenn er tot geht. Und dann war es ein Gesprächsthema. Ja. Und ich werde mit Oma vertellt, dann auch von Hördochte Rinnau, den denkt dann nun, das Sömtheinstürmen ist mit Vettern Jor. Wo die in dit alle so ganz bewusst stürmen ist, dass sie dann sagten, hör Papa und hör Opa an Bär und dann haben sie hör Bibelsprüchen verlesen und Jesaja 53, sie kennen das vielleicht, für wahr, er trug unsere Krankheit und auf sie unsere Schmerzen und dann haben sie immer Rinner da inset. Er trug Rinnerschmerzen, er ist für Rinner gestorben und fährt ein Jahr, muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Und der ist Bliedstürm. Ja. Ja. Und das hätte mir Oma mir auch so verzehrt. Kickt ja. Da blieb ich auch was von Hand. Ja, klar. Und dann haben wir auch in der Aug, Gäude Messes, ich denke, und der Ol Janssen, die aus Religion und Griechisch gegeben hat, und der Ol Fietje van Zennen, der Rektor ja. Von Fietje van Zennen, was auch seine Persönlichkeit, ja. Der holt uns dann Mörns Andachten ohne in Bibliothek. Da kommt man dann so mit 20 staatlich Lüchern wieder binnen und hey, aber auch anderen holen den, wo man Andachten, und der hätte immer einen Andacht holen, wenn ich vergeblich Not, Bergpredigt von Jesus. Wo Jesus dann sagt, selig sind die im Herzen, und dann kriegen wir uns an und sehen, sind wir das? Nein. Nächste, selig sind die Friedfertigen, sind wir das? Nein. So, und dann kommt Aldö, und dann sagt er zum Schluss, so sollen wir wesen, aber wir sind nicht so. Und dann sagt er, darum musste Jesus für uns am Kreuz sterben, ja. Damit wir selig werden, weil wir die Maßlatte, die Gott an uns Leben legt, nicht erfüllen können. Und da war es Direktor von Gymnasium, der so düdelpuppend ist. Naja, und dann ist das für mich dann auch gleich wichtig geworden, dass ich sehe, wenn das so ist, dass Jesus der Heiland von den Menschen ist und Gott mir in diese Welt stört hat, damit wir ewig leben dürfen, dann dürst du das nicht für die holen. Der muss das wieder sein. Ja. Und wenn man dann Sömtern ist, dann hat man Leben ja für sich und dann habe ich doch den Pistolengift genug hier, aber Missionar nicht. Und dann habe ich mich mit der Hermannsburger Mission in Verbindung gesetzt. Und da können die Gedanken doch als Missionar. Genau. Habe ich mich damit zusammengesetzt und dann sehen dann, ja, wenn sie das wollen, dann können sie bei uns hier die Ausbildung kriegen, dann können sie auch fortkommen. Ich weiß, der teilte Klasse in ja. Aug, dann können sie auch fortkommen, weil die hier wollte so ein Fachabitur machen, aber zum Bild anderen auch hat. Und dann können sie hier die Missionarsausbildung kriegen. Ja. Und so bin ich dann, denke ich, 154 nach Hermannsburg gegangen, in Lüneburger Heide, an das All-Missionsseminar und habe dort den Theologie studiert. Ja. Und dann ist er noch in Hamburg auch noch wieder. Das war der Sprung in Leben. Ja, das war der Sprung in Leben. Ja. Und ich muss auch sagen, das spielt mir nicht. Ich habe das nicht bereut. Auch wenn ich daran denke, da, die Atmosphäre in Hermannsburg, ach, da, man kann so viel knurren und schellen und meckern. Und trotzdem objektiv, was das gehört. Ja. Gehört ja. Ja. Und wo lang war die Ausbildung in Hermannsburg? Das war 54, bin ich da hinkommen und dann haben wir ja noch kein Abitur und da muss man 3 Jahre Vorkursus machen. Mhm. Das war besonders denn Latein, Griechisch, auch Deutsch, Geschichte und so, Mathe noch nicht so. Mhm. Und dann machen wir ein Zwischenexamen und dann dort noch, wo man dann für Theologiestudium. Ah, ja. Und alles im Allen von 54 bis 1960, da wird dann das erste Examen gemacht. Mhm. Und dann sind wir dann noch ein Jahr in Hamburg fest an Uni und da wird dann noch ein Diplom gemacht. Was dennoch in Aurich-Ollendorf, im Vikariat, bin ich also um den Frerichs. Ja.
und bin dann in Strauchholt aufgehört worden, von Ostfriese nach Afrika. Du hast die Kage in Strauchholt basten voll. Ja. Und landest du mit den Siefken, in ja. Predigtholm. Und dann, wo ich dann von Ostfriesland nach Afrika stürzt. Als Einzelne auf in als Einzelne, Europa. Ja, nee, ich erinnere mich ja nicht. Ja. Die anderen, ich war mit Uskosis was ein Teilmann, ja. aber die waren ja auch hell Norddeutschland. Ja. Und ich war der einzige Ostfries in dieser Gruppe. Mhm. Und das war auch mooi, dass das so Ostfries dann achter eine Stunde. Und ich habe dann auch noch von Afrika und Berichte geschrieben für das Freies Gesundheitsboden, die dort veröffentlicht worden sind, wo man dann aufgeblieben ist und so. Ja, so wäre das denn. Und dann in 10. Mai 1962, dann mit Bauern nach Basel hin und von Basel mit die Bahn Air, dann nach Johannesburg flog. Ja. Ja, und in Johannesburg, wo wurden Sie da aufgenommen? Ja. Und so da, mit so einem Empfang, als Sie in Strauchholt verabschiedete? Nee, so nicht. Erstmal die Flug, was ja hell anders als für da auch. Da flog man Propellermaschine, ja. Fährmotoren und blut 4000 Meter hoch und halb so gau als für da auch. Man konnte noch leib für Land sein. Ja. Weil dann noch so libysche Wüste ist nachts mit den Mauern drüber, mit den gewaltigen Dünen, wo die Menschen leben. Die alle dachten über die Nilsümpfe und den Tansania. Endlos Afrika. Da sagst du unter eigentlich nichts, wo irgendwann mit Menschen was zu tun hat. Was bloß all scheinbar Wildnis. Ja. Und dann in Rhodesien, da wird so langsam ein bisschen alles, nicht? Damals Rhodesien war es ja noch britisch und so, ja. Salisbury. Da waren dann all große Stücke, Rechtecken und Quadraten so von Bogen, da doch Farmers werden. Ja, und mal was man über Johannesburg, da war es natürlich ein Häuser mehr. Ja. Und ja, an Utgangsstunden aus Generalsuperintendent. Kommt er den Ende flog durch? Ja. Im Zwischenlandung in Khartoum zu tanken, aber anders kommt den Einzel. Ja. Und dort stand dann der Generalsouverneur Dr. von Krause, der hat mich da aufgeholt. Und noch zwei Missionaren, die da all wären, die ich auch von Deutschland aber noch kennen, die Rutkis und Ratje. Dann haben wir ein bisschen Abend eben. Und dann wurde Dr. von Krause noch nach Hussein. Und Afrika ist groß, das ist in Entfernung. Und hat nicht 9000 Kilometer mit Flugzeug achten mich, so in sein Auto drin, ab nach Morley. Wo er denn, also in Natal, wo er denn wäre, und dann haben wir nochmal 500 Kilometer in der Sülwige Nacht und alle Mörden, was ich denn all in Natal. Ja. Und dann stund ich dann ab, was ja immer düster ist, ja nichts sein, ne, mit hier. Nee. Und dann bin ich aus dem Bach geläutet und dann sage ich erst einmal so Natal. Das war ja My Mount, die Regentit wäre all für mich. Ja. Das Gras stund hoch, aber was gut dröcht. So, ja, das ist eben so. Wort nicht mal das hier. Nee. Und dann das ganze Land, diese gele Klöhe und dann so Akazien eine Stunde tischen und hier und da mal ein Baum und achte mal ein Farm. Und dann, wenn man die Tür kriegt, kommen die Drakensberge sein, da sind ja 3000 Meter hoch, da lag Baum Schnee auf, da werde ich wohl noch. Ja. Nicht, das war so der erste Eindruck, den ich denn da kriege. Ja. Weil das Land weite, unendliche Weite. Ne? Wunderbar, ne? Ja, ich bin nochmal West, also ich kann noch so ein bisschen über mitbringen, wenn ich total da West bin. Aber Erinnerungen, die so tiefgründig sind, dass man da mit unheimlich viel Respekt und Interesse mehr zurückblicken darf. Ja, und da wohnt dann in Pflicht. Ja, da wohnt in Pflicht. Die Pflicht sagt erstmal aus gut. Ich komme erst nach Hermannsburg, gibt in Südafrika auch in Hermannsburg. Ja. Das ist die älteste Station, aber für da ist da eine deutsche Internatsschule. Und damals wären dort 300 deutsche Kinder. Und da haben sie mich erstmal Inseln an Schöll als Meste, als Religionsmeste. Ja. Und wo kommen sie da für Stanley? Ja, die Prundeutsch. Prundeutsch? Das ist ein deutscher Schöll. Ach, die Prundeutsch, ja. Für da ist das auch noch so. Ja. Und da habe ich den Unterricht an die Schöll in Religion und so. Und dann habe ich so fertig Kinne, was ich Hausvater für. Ja. Die muss ich mir zu den Bändern schmieden und sagen, dass sie in werden. Oh. Und wenn sie irgendwas haben, kriegen sie eine Bibi. Und dann, aber das Eigentliche wäre, ich sollte ja, und dann muss ich auch noch predigen da, der haben auch eine Kapelle da. Aber das, was ich eigentlich machen muss, das was nun die Zulu-Sprache lehren. Ja. Das was das Entscheidende. Und in Hermannsburg steht ein hell old Hus, das ist das oldste Hus, was die Missionaren baut haben, so um 864 rum.
Steinfurt auch noch. Und da wohnt ein Herr, Old Missionar, in die heißt Heinrich Filter. Und der sind Opa, was all in Land kommt als Missionar, der sind Papa, was Farmer. Und er hat den als junger Mann, den auf die Farm von seinem Papa lebt, mit den Schwatten zusammen und der sprach Zulu perfekt. Ja. Die Zulu sehen, man hört nicht gut, dass das ein Winden das ist. Und der was aber auch interessiert, dass er die Grammatik richtig gut an den Polen geht. Und mit diesem Mann habe ich dann Zulu gelernt. Ja. Und das ist ja nun ein Heil an der Sprache, als wieder zu werden sind. Also europäische Sprachen, wenn man Latein, Griechisch, Französisch, das ist ja all irgendwie doch als indogermanische Sprache miteinander verwandt. Mhm. Aber Zulu ist ja total anders. Ne, also ich will doch mal ein bisschen so dünn machen. Der de Stamm heißt Ntu. Ntu ist der Mensch. Ja. Und das kann man aber nicht deklinieren als ein Deutscher. Das geht nicht. Aber wenn du nun für den Stamm Ntu ein Umu setzt, Präfix Umu, dann ist das normal Mensch. Und wenn du dafür aber setzt, abantu, dann sind das mehr Menschen. Mhm. Wenn du nun den Präfix umu wegnimmst und setzt einen anderen Präfix dafür, mit wegen ubu, dann hat das ubuntu. Dann ist das die Menschheit, aha, die menschliche Gesellschaft. Ja. Wenn du nun statt umu und ubu ein isintu dafür setzt, dann ist das menschliche Kultur, Sprache. Ach. Und so haben die so 8 Präfixen, die sie dafür setzen können. Und jedes Mal, wovon das Grundwort, was alles. Yeah. Aber das Grundwort bleibt. Ne? Yeah. Mensch, menschliche Sprache, menschliche Kultur und so. Yeah. Oft mit Verben ist das nicht so. Da heißt so ein Stamm, mein Freund, Tanda, das heißt lieben. Wenn ich sage, ich liebe, dann wird ein Präfix dafür gesetzt, gi Tanda. Wenn ich nun sage, ich liebte, dann hält das nicht ein gi, sondern ein ga Tanda. Und ich habe geliebt, ein gi Tandile. Also immer mit Präfixen und achte, was anhang. Ja. Und wenn ich nur sagen darf, ich liebe nicht, dann wird Negations-A ganz für Verset und das Schluss-A wird in I verwandelt. Dann hat das achten getan, die ich liebe nicht. Also sie machen hell anders, als wieder zu werden. Und eigentlich schwierig, sage ich doch zu lernen. Ja, man muss das Guide allen. Das Problem ist erstmal, du musst den Aussprache richtig hinkriegen, denn ja, diese Zulus Hem, Schnalz und Klickslaute, yeah, der ist ja ähnlich von den Buschmänner hem. Denn in Südafrika haben ja früher Ginschwatten wohnt, nee, sondern hem Buschmänner wohnt, das ist ein hell anderes Sort Mensch. Und dann sind die Schwatten von Norden kommen und haben die Buschmänner für sich herjagt und wahrscheinlich auch Fälle in der Krale nun. Und davon haben die ersten Schwatten, die da hinkommen sind, diese Schnalzlaute mit oben. Und das sind die, man nennt die Guni-Gruppe, dann die Zulus-Teil, die Xhosa und die Swazi. Yeah. Und die haben so ein paar Laute, ich bitte, hätte die Träler. Und das ist anders damit, einmal Krosa. Oder ich knie, die Kuka. Ne? Das ist gar nicht so stur. Bloß man muss das hinkriegen, dass man die, also nicht da, sondern Kuka. Ne? Da muss man den Einzelnen und so. Ja. Aber das kann man lernen. Kann man lesen, das ja ist nicht so nett. Nee. Und diese Sprache, wie gesagt, hat man dann ja auch gelernt, das heißt also ich, grammatisch, was ich gehört, Aussprache, was ich gehört, durch diese gehörte Meste. Ja. Aber damit man die richtig kann mit all den Worten. Und die ja haben so, ne, das sind Plattdeutsch, also Bille. Ja. Wir haben im Plattdeutsch auch, ah, Bille, wenn wir ja proben, da kann man im Sitten nicht. Ja, und, ja. Und das schält nicht viel und so was, all. Und so haben sie dann auch halb viel Bille drin. Und, aber so, haben sogar ein paar Plattdeutsch Worte dazwischen, ja, das Afrikaans. Also die Burenplatz hat I Plasi. Plots, I Plasi. Ja. Und das Brett heißt I Planque. 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 Ja. Und der Spiegel heißt Ispigili. Spiegel, ja. Ispigili. Ja. Aber das sind natürlich bloß Enkel geworden. Schwur, stur ist das mit den Taulen. Die haben, also 1, 2, 3, 4, 5, Nje, Billy, Tatu, Ne, Schlanu, Isi Tupa, Isi Kumbisa. Isi Kumbisa heißt eigentlich Wiesen. Also Söhm Hemskog in Taul für, sondern Wiesen. Ja. Und dann, Ischumi ist Tain. Und wenn du nun von Tain 2 wegnehmen darfst, dann hast du 8. Ja. Und dann hält das Schia Galombili. Nimm 2 weg. Ach. Und dann ist Tain. 8. Ja. Also wenn man sagt,
Wo alt bist du? 8, dann hätte ich Schiergall und Billy nimmt 2 weg. Und 9 hätte ich ein weg, Schiergall und Nunje. Ja. Und so geht er dann wieder. Ich schumi, also wenn man sagen, 8 Tachentisch. Dann muss dann halten, einmal schumi, einmal Schiergall und Billy, nächste Schiergall und Billy. Ne? Mhm. 2 Teiles, mit dem Tachentisch weg und dann nochmal 8 weg. Also, ja. Hell an weg. Ja. Und darum in Schweden reden die auch meist mit Engelse Worten und nicht mit Zulu Worten. Ja. Ich habe dann die Predigten all wie Udarbeit. Und wenn ich den Predigt holen gehe, dann habe ich für den am Sonntag, Nachmittag bin ich noch die Messe hingegangen, noch die schwarze Messe, die wieder haben, und habe um die Predigt langsam vorlesen. Und aber dann haben sie erst die Predigt in Deutsch geschrieben? Nein, nicht in Deutsch. Nee. Vor in Zulu. Glück in Zulu geschrieben. In Zulu, ja. Ja. Denn das war also stur, wenn man sagt, du hast ein Deutschwort hast du dort. So. Ja. Wo hättest du den Zulu? Du gibst aber kein Deutsch-Zulu-Lexikon, sondern ein Engels-Zulu-Lexikon. Ja. Der muss also erstmal überlegen, welche englische Worte es hat. Ja. So, der ist aber für Deutsche mit 5 englische Worte, die möglich sind, theoretisch. Ja. So, nun hast du 5 englische Worte und nun musst du im Zulu-Lexikon kicken und der hat dann auch jedes Mal 3 verschiedene Worte. Dann hast du noch Datisch Worte und weiß gar nicht, was nimmst du nun. Nee. Nee? Und du kannst ja halt Tegen lernen. Ja, kannst total Tegen. Und dann habe ich die meiste Sorte, dass immer absagt, und habe ich um ganz langsam den Predigt vorlesen und die war höchst höflich, um zu sagen, das ist verkehrt. Ja. Das denke ich nicht. Ich muss immer in den Ohren haben und wenn sie in den Ohren so ein bisschen rohr werden, dass die sind eigene Mördersprache nicht mehr verstanden, denn was ich stehle und die sehe, man konnte vielleicht so sehr. Oh. So hätte ich das dann verbietet. Ja. Und das muss auch all, mein erster Predigt, den ich wollte, habe, was ich erlebt stolz, dass ich das für nicht gekriegt habe. Da kam und dann hätte kam Fürstend auch gesagt, Ibantler Litosil, die Gemeinde Freizug. Und dann sagt ein anderes, aber mit den Theologie bin ich nicht ganz einverstanden. Ich sage, wo soll das? Ja. Und dann sagt er, ja, du hast 2 Worte Dürren anschmitten. Du wusst sagen, zu den Gütern des Lebens gehören auch Äcker, dass du Land hast. Ja. Und du hast gesagt, zu den Gütern des Lebens gehört auch der Kannibalismus. Das ist aber ein Unterschied. Ein Buchstabe, der verkehrt hat. Ja. Das genügt dann. Ja. Und Freund von mir, der hätte heile Predigt, 2 Worte Dörner gekriegt, er wollte predigen über den Leib Jesu und er hätte heile Predigt über den Biertopf von Jesus. Oh, ja, der muss die Lüge ernst bringen. Ne? Ja. Ja, also Bittmann da in ist, da heute natürlich Leibvater, aber immerhin die Lüge hat mich verstanden. Das ist, ja. Und ich komme mich halbwegs bewohnen. Und das Moe wäre, wir fahren anders fest an dort, dass die Leute in Bimi kamen und sehen, sie wollen mir wegen hier Künd dürfen. Und ich sage, wo seid denn heiden? Und dann haben die Heilfrau genommen hat, wie hier kenne, die irgendwann mit der Geburt da war. Und wir sagen, das Kind hat Liana, das hat es regnet. Ja. Oder Liaduma ist nicht Grummel mehr. Und wenn das letzte Wesen soll, dann hätte er doch Pelile, ist es zu Ende. Mhm. Und dann wassen sie Bion und Hemden, als das moderner wäre, von Engelsen Namen übernommen, der sie den so umsetzt haben irgendwie, aber das was nicht füllt. Und dann haben die Missionaren gesagt, die Mutten versorgen in ihr eigenen Sprach Namen zu bilden, christlichen Inhalts. Ja. Und das haben sie doch. So, das haben sie auch. Und da habe ich so einen neuen Namen, hat, so Sibongile, wir danken. Du Seele, du hast uns getröstet. Togosani, freut euch. Tina Sibonke, Unkel und Kuh, Herrgott, wir danken dir. Ich konnte Heilrieche vorlesen. Das wurden als Namen wurden die? Das wurden richtige offizielle Namen, ja. So als wie Gerhard Heiden auf Manfred. Ja. Sie haben also näher Namen bildet in ihrer eigenen Sprache, den früher nicht gab, ja. Christlichen Inhalts für Kinder. Ja. Du hast ja quasi diesen Prozess mit diesem Steenkamp da in Südafrika. Ja. Und diese schwarze Richterin, der hat mit Föhren am Tokosile. Und was heißt das? Freut euch. Freut euch. Ja. Freut euch, ja. Ja. Wo warst du da denn landschaftlich? In Natal, da ist es so ein bisschen gebirgig. Ja. Also da achten was in die Drakensberge, da kommen so 3000 Meter hoch mit Schnee. Wo wird was in die Drakensberge entfernt von Natal? Ja, das ist die Grenze von Natal. Das ist die Grenze. Die Grenze von Natal. Ja. Und landschaftlich ein bisschen Gebirge und relativ dröch, also Grasland mit Akazien. Ja. Und die Gemeinden, die lachen ja auch so ein bisschen wie die Unane. Vielleicht kann man da im Kört was zu sagen.
als die Missionaren der Hand kamen, 1860, war das Zululand noch total selbstständig, war noch keine englische Kolonie. Mhm. Und der König hat uns dann erlaubt, also die Missionaren ein paar Missionsstationen zu bauen. Da konnte er auch ein bisschen von profitieren, die mussten die Missionaren um Ochsenkarren timmern und so ein Kram. Ja. Aber, ne, und das war also unvorstellbar einsam. Ja. Ja, gab es keine Eisenbahn, gab es keine Autos, gab es kein Rad. Nee. Und wenn die unterwegs wären, beispielsweise, wenn die mal inkopen wollen, dann mussten sie Ochsenkarren zusammenstellen, wenn sie nach Pietermaritzburg wollen, zu inkopen beispielsweise. Ochsenkarren zusammenstellen, mit Vettern, mit Sestern, Orsen dafür. So viel für ein Gespann? Für ein Gespann. Ja. Und gab es ja kein Straßen, gab es ja kein Flüsse, dann kommt nee. Ja was durch. Ja. Und dann müssen sie, für Fähr mit 6 Wegen Lebensmittel mitnehmen. So lange müssen sie unterwegs, um nach Pietermaritzburg und zurück zu kommen, um was in zu kommen. Ja. Und dann dehnt es alle 2 Jahre, Frau Kutte nicht. Da haben wir also bloß, dass man wo einsam da wäre. Ja. Und wo wie was hat? Ja, wo will man das, da kommt noch am Vordermann wer, aber 600 Kilometer sind das Licht immer. 600? Ja. Wie fuhren Sie mit Ochsenkarren? Mit Ochsenkarren. Darf ich ja nichts eigentlich. Nein. Wegen lang unterwegs. Das war ja auch nach Krieg und trotzdem darf dort kein Auto umgefahren. Nein, das war nun eine Intention, also für den Krieg. Ach so, ja. Für den Krieg wieder. Ja. Ja, und das ist eine hell andere Welt. Also wenn man dort mit dem Finger so süfft, die Zulus haben das so, die haben den. Ein Viehkral, das ist so ein Grund, da wird es nachts die Dänen drin drehen, da ist so durch die Mühe umteilt und dann leeren Hütten drum teilt. Das sind ja all diese Rundhütten. Ach die so, Zulus ist ja all rund. Ja. Und die Umnumsana, der Hauptmann, der hätte die große Hürde, der sagt, hey, und die erste Frau und zweite Frau und da die Frau, der hat ja den Hürt und dann die Kinder, Wichte, Jungse und dann Hürt für Mais und so. Und so ist so ein Kral, dann können da so 7, 8 Hütten um den Viehkral leben. Ja, und die Fell war es immer in Mind. Und die Fell kommt nachts in Mind, weil er nicht um die Ruftieren und so. Ne? Ja, ja. Und das war eigentlich für Welt. Immer dat. Und für Glaube wäre eigentlich so, dass sie so einen ganz schwachen Gottesglauben haben. Aber die war ganz blass und Gott nahm sie den Unkulunkulu. Mhm. Das war eigentlich die Urahne. Aber die spürt in Frömmigkeit. Sollte sehr gehen Ruhe. Nee, aber die Ahnen, die verirren sie doch. Genau. Und die Ahnen, das war das Entscheidende, dann haben sie den Amatlorsi. Und das ist so, wenn ein sterben deit, geht er nach sehen, hör glauf nicht nach oben im Himmel, nicht nach unten in Hörl auf irgendwas, sondern er blifft hier auf der Ehe. Ja. Und lebt auch in Familie wieder, aber man sucht um nicht. Ach. Und man kann um Henoch jemand sein, wenn er so ein Löchchen Eidechse ist, auch ein Löchchen Schlag, das kann er gewesen, aber man sucht um nicht. Aber diese Ahnengeister haben mehr übernatürliche Kräfte als normale Menschen. Und darum muss ich auch immer sein, dass die Ahnengeister, diese Amatlorsi, gönn Stimmung haben. Ja. Ich muss immer ehrfürchtig wesen. Ich muss schon lieber, als man nur sagt. Wenn ich was opfer, muss ich für die Ahnengeister oder was hinpacken und so, dass sie was kriegen. Und wenn nun der Kral hier sterben darf, dann wird hier in die Viehkral beerdigt. Dann kommt der Gott in und der wird hier rinsetzt. So, aber dass genau die Haupthütte kicken kann. Aha. Und dann gibt man auch Tüch mit und auch Eben mit, um zu wissen, wie man das gehört mit dir. Ja. Nun musst du das, aber es auch gehört mit mir. Ja. Nun musst du auch so mal helfen. Und dann, ein Jahr ungefähr, wenn das vorbei ist, dann wird er zurückhaut. Und dann kommen die Medizinmänner mit den Gebeten und mit den Medizin. Und dann wird gewissermaßen die Seele ruthaut und die Körper. Ja. Und der wird ja gut geraten. Nee, er lief dort. Also. Aber man schlacht einen Ochsen beispielsweise und dann wollen Gebete, der will nun Kralherr ist, der röpt dann sein Papa und sein Opa und Uropa und Uropa, alle Ahnengeister, die so noch Bienen kommen und da haben sie einen Pott mit Eten hergesetzt, da kommen sie nun von Eten und so. Und nun kam er zurück gewissermaßen in den Sippenverband, den er verstören will. So, und diese Ahnen, die können also, haben noch den übernatürliche Kräfte. Ja. Und dann muss man aufpassen, dass man die Belohnung holen darf. Da haben sie ja Respekt für, ne? Respekt. Ja. Und dann muss man auch sein, dass sie immer ein Opfer kriegen und dass man immer ehrfürchtig vor den Toten darf. Ja. Man wird beispielsweise den Namen von diesem Verstorbenen nicht berufen. Nee. Und wenn man einen jungen Schwäger doch den Hus ist, dann ist das ganz stufe höher, weil sie denn, sie weiß das ja nicht so genau, auf keinen Fall wird sie den Namen. Man muss immer in den Teufel rufen. Ja. Anders entehrt sie nicht. Ja, und dann
Wenn nun mal, wenn man sagen, Krankheit ist, ein Kind wird krank, richtig krank, dann sagt man, well, hat das down. Also ist nicht so als wie. Wie sagen, das Kind ist krank, hätten Bakterien oder irgendwas kriegen. Nein, wie hörst du dann alles, well, hat das down. Und dann sagt man, ja, wahrscheinlich sind wir die Ahnting über nicht live genug, weißt? Wie Opfern hören und sehe ich. Und ja. Zeh schlacht, so, und muss der Ahnte frei. Und der wird verbrannt? Nö, der hat man dann auch. Ne, aber nun muss der Ahnte frei wesen, man hat schon zäh geopfert. Ja. Bloß das Kind wird nicht gesund. Nee. Dann sagt man, dann können die Ahnen das nie wesen. Der Ahnensaal muss sich ja beschützen, der Saal muss ja nicht krank machen. Nee. Dann muss was anderes wesen. Und dann geht man da in Isangorma hin. Ja. Isangorma, das ist ein Wahrsager. Ja. Und dann geht man mit seiner Familie da hin und sagt, well, kun woll dürn Zauberer mir das Unglück stören, dass mein Kind so krank ist. Und die Isangorma, die sind denn da und weiß aber genau über die Familienverhältnisse Bescheid, wer mit wer Skandal lernt, wer man wohl in Lua hat und so hat. Und dann geht man da sitten und dann sagt die Isangorma so, ja, ich sei eine Hütte, oben um den Bach liegen. Aber der wie in Lua haben wohnt, nicht um den Bach, die wohnen ohne am Fluss. Ja. Und darum hauen wir mit den Stocken bloß ein Heilbietjob runter. So. Und dann macht die Furt verkehrte Spur. Und dann sagt die Isangorma, nee, ich hab mich für sein, du warst nicht dunkel, ich konnte nicht genau sein. Nun sag ich richtig, ohne Anschluss. Und nun haben wir Düchtige mit Stocken. Ja. Ja? Und so tastet er sich für. Bitte denn zumal sagt, der CBC, der ist die Undücht. Der hätte ja die Krankheit stört. Die Arme Leute wird von nichts. Nee. Aber die Wahrsage hätte er nun gesagt. Ja. Wird er denn verurteilt? Oder ja, irgendwie und, angegriffen? Und dann wäre das früher so, dass man Fauchentizüchse die Dope machen die. Ja. Nee? Diese Krale sind ja gut Gras, ja. Und dann ist da so ein Ingang in und dann kam man nachts und umstellt die Krale. Und wenn die Lü ruht wollen, dann wollen sie dort gucken, weil sie diese, so leuchte Lockblut werden. Ja. Und dann wurde die Brandstuck und verbrannt. Also das war ganz viel so, dass man die verbrannt. Das wird man verdauen natürlich nicht mehr so, aber passiert immer noch. Ja. Ja, und das was mit die, und dann gibt die Zauberer, der Umtagati. Das ist also die Undöcht, die Zulu-Gesellschaft, der ist richtig ein Undöcht, der macht Lüdot. Der hätte Medizin, auch wenn ein beedigt wird, dann versagt er noch, bevor der unter den Grund kommt, irgendwie von einem Tüch zu kriegen, wo schweigt noch in das von Hum und dann hätte Lebensstoffe und dann hätte Macht über die. Das geht so wie, man meint das ja, die Zauber kann sogar über Ahnengeister, die dort sind, Macht kriegen und diese Ahnengeister den Tegen der eigenen Familie insetzen. Ja, und der arme Wahrsager, wo der den Aal, wie unten an die Plüsten, wo der den Aal sitzt und so. Also, ist ein hell an der Welt. Ja, und das kriegt man da hier in die Jugend, ne? Wo ist das denn als Missionar? Wo hat man da denn dagegen zu kämpfen? Und diese Lühem, was man so sagt, Heidenangst. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn ich stehe, Not habe, wenn irgendwas ist, dass mir irgendein was Schlechtes stört, der Dürnzauber, dann nehme ich stehe, Not. Ja. Ja? Wenn der beispielsweise Bienen sitzen und trinken und haben dann so ein Pott mit Utschwalebär, der Mut, der Hausherr, der Umnumsaner, muss ist einen gewaltigen Schluck nehmen und der kickt genau hin auf ihren Dauerschluck und um zu wiesen, da ist kein Gift in. Und dann trinken die anderen auch, weil Giftmörder, also Hellfocken, da ein großer Rotschwöl. Und das sind Giften, die wirken ganz langsam, du kommst in die Achte und irgendwie bist du mal tot. Arzt kann die noch nicht helfen. Nee. Und das ist für da auch noch so. Das ist auch für da auch noch so. Ja. Und den Missionaren haben dann versucht zu verklagen, dass also diese Ahnengeister ja gar nicht so da sind und dass die Bedrägerei ist mit den Wahrsager und also und dass eben Gott der Herr ist und dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und so. Diese Bischof ist ganz verschieden angekommen. Bei den Zwaner in Transvaal hätte es Stammesbekehrung gegeben. Ja. Wo wir wären, in Natal, und als ich dahin kam, war ja die Mission an 100 Jahren fort, da ist das ganz stur west. Die erste Städte, was die Station Tlomo. Und da haben die Missionaren 35 Jahre Arbeit, 3 Stück achteinander, haben es nicht ein Mensch gedüppen können. So stur. Nors ist das in Bete geworden. Und wie die Zulus ist das für da auch noch so. Die Zulus sind das stolzeste Volk von den Schwappen so. Die sind für da auch, okay, ja, wir haben für da auch 100.000 Glutzes Christen da, so nicht. Aber in Helmbild sind eben doch noch Heidenleben. Und vor allen Dingen, das, was sie als Kind mal in den Kopf kriegen haben, das sind da unten immer noch. Mhm.
Und ich habe das belebt, dass wir in Station Bethel wollten, aus wir haben wir einen Evangelisten, also so ein Diakon, so mal würde ich das erzählen. Der vertellt mir, er lebt notsnachts immer die Ahnengeister quälen. Und ich sage, du bist doch Christ, du lebst doch nicht an Ahnengeister. Ja, die sind er einfach. Und Herr wollte Asthma. Ja. Und dann hat er das Gefühl, die sitzen auf dem Bost. So, und nun sitzt er in solche Hütte, da hätte er denn solche Feuer dran. Und dann flackert das Feuer und an den Mühen geht die Schar von das Feuer so hin und her. Und dann meinte er, in das Schar, da sucht er höher. Ja. So, und nun sitzen die auf dem Bost, weil er die Luft kriegt. Und so. Und dann vertellte mir denn, und ich versuchte das ja gut zu proben, und da sehe ich an mich, das Wasser entwaffnet, ja, du kannst mal schnarren, die in Ahnengeister, die sind in Deutschland zurückgeblieben. Okay. Da hast du hier keine Last von. Ja. Tja. Aber trotzdem, also das Evangelium ist doch ziemlich stark da, und ja, dass man mitbleiben sollte, normalen Karg sind das. Ja. Also die Karg war immer voll. Ja. Nicht, wenn das Lüden die, wir haben kein Kloch, wir haben so ein Stück Ise, da haben wir so Themen. Dann kämen die Lü von Aalsieden, die Frau Lü in die bunte Kleider, die Mann Lü mit Schlips und Krauch und so. Und die Karg war immer voll. Die Kinder satten nur voll Deel, Gungdeuer, was hier immer war. Mhm. Und dann haben wir auch eine Gottesdienstordnung hier als hier. Ich hol den auch ja die Predigt und hob den auch ja das Lü für Stunden. Mhm. Und wenn die singen den, dann war es das Gewaltige. Ja. Also ich sage ein Lied an. Und dann fängt eine Frau an, mit einem Hogen so braun, singt die erste Riecher lennig. Und dann kommt die andere Fräulü ist mal blut, singt die zweite Riech, mehrstimmig all. Und mit der Riech staunt die Mannlü, dann fangt der an. Und die haben bessere Hemden. Ja. Und die staunt wie. Und ich habe mir das Fauchen anhört und gesagt, was ist das eigentlich? Wie Europäer können das nicht nachmachen? Nee. Die haben alle Stimmen. Ja. Die haben eine hell andere Musikalität, aber wunderbar. Und so diese etwas erweckliche Lieder, die singen so wunderbar. Und also ich habe da vorhin gesehen und gesagt, was ist das eigentlich, dass die so singen können? Wie könnten nicht nachbauen? Lichtlos nicht. Nee, die haben wirklich ein kräftiges Team. Ja. Die können ja alle gut singen. Ne? Also wenn die in Gruppe so auftreten, in Swaziland habe ich das belebt. Ja. Ist gewaltig. Ist gewaltig. Also da wollte man richtig mitreden. Genau. Ja. Ja. Und das, darum waren die Gottesdienste so wohl. Ja. Und wenn ich dann downhauen habe, Blöche in meiner Husten wollte, dann direkt noch ein Lied und dann noch ein Lied und so. Ja. Und ich hatte ja ein Hauptgemein und Fair Filial. Die waren dann so 20, 30 Kilometer du bist weg, du musst dich dann ja einmal mit Mount überall hin. Mit Auto dann? Mit Auto dann, ja. Und dann was man dann auch ja, fucken die ein bisschen mehr. Ich habe auch ja noch ein deutschen Gemein. Ich kam neben immer ein deutschen Gemein, wo ich kennen muss. Und dann Donau ging genau die Schwattengemeinde hin. Ja. Und wenn ich dann mit wegen auf Dubula kam, du musst in Herrland auch loben. Und dann war es dann so ein Karg, einfach gut, dicke Flinten und dann einfach so ein Wellblechdach drauf, die löben nicht, was für eine Hitze da in wir. Das aber. Und dann die Lüde schweiten auch ja durch dich, nicht? Ja. Also diese Mixtur von Hitze und Schweiterei. Ja. Und Karg nicht ohne zwei Stühlen, ach, weil ich einmal im Mount auf jede Stehe wäre und ich kann immer Augenmoll, immer beichte. Immer düppen, hellfachen Konfirmation. Ja. Ne, über das ganze Jahr. Ja, das was ihr lebt für Kinder da und ja, so. Ja. Und wenn diese Hitze denn wäre, dann wäre das so, dass ich auf letztem Jahr am Altar fast heulen muss, um die umzukippen. Ja. Und, ja. Und wenn ich dann doch nun ist endlich dürr, nun können wir nach Hussein gehen und dann reden wir euch noch, und das liegt noch mal eben nicht, und das liegt noch mal eben, und weil sie so gehen so. Ja. Und wenn man dann ruht kam, dann schon die Lüder, ja, ich muss das eben mit die beproten und das muss ich noch betonen und wir wollen eigentlich noch trauen, wo ist das eigentlich und so. Mhm. Also dann habe ich doch ziemlich Kopien gehabt. Der war es mir ja sicher wohl hell gedrückt. Und wenn ich dann nach Hause kam, habe ich auch nichts essen. Ne? Nee. Blut um. Ja. Das Einkommen von diesen Menschen da an den Zulus, was das rein landwirtschaftlich oder an den anderen Einkommensmöglichkeiten? Also hellfreuer war das rein landwirtschaftlich. Und dann kam ja die Industrie. Viehzucht. Ja. Der in erster Linie. Und dann kam ja die Industrie up und dann sind so viele noch die Städte hingegangen. Aber die Landwirtschaft war ja nach uns Vorstellung total simpel. Ja. Ne, die Kühe gaben bald kein Melk, weil die Kühe nicht so als Bios wirtschaftlich sein wurden, sondern als Prestigeobjekte. Aha. Wenn ich 55 Kühe habe und die geben vielleicht pro Kühlblut ein Liter Melk, dann bin ich was. Dann bin ich so, als wenn ich hier Mercedes wollte. Ja. Und dann sind die Krale für sich in Hus und kickt sich da an, wo der achte die Köhe lobt, ist nicht so blieb, dass er so viel Köhe hat. Ja.
obwohl die wirtschaftlich dort nichts bringen. Und dort auch ja das Land vernählt wird, weil viel zu viele Dären drauf sind. Ja. Und die Bodenerosion, Insekten und so was. Und von der Gedanken sind Sie irgendwie auch gekriegt? Ist ganz, ganz stur. Und ja. Auch die Landwirtschaft hat mit dem Maisanbau, das sind meist lütche Flächen, die sie haben. Und wenn dann Witten hinkommt, das holt gar nicht lang an, dann hätte ich Föhn an der Erde. Ja. Ne? Und sie machen das immer so wieder, als das Beste ist. Sie machen kein Hai beispielsweise. Da ist neben Mount in Jahr ist dröcht in die Regen da. Und dann fretten die Dären, das war dann noch so irgendwo was. Und dann, wenn wir nur kein Hai machen, den, was ja die Saft, was ja, mit ihm. Die Kraft war ja, aber dann ja, starben Dären weg, sind jetzt im Auge, dass man was geben, die Melk mehr. Ja, und dann sehe ich, mach doch mal Hai. Ja, sehen Sie, wir haben ja nicht die Maschinen, als die Witten haben. Wir sind eben noch ein Zeiss. Ja. Ja, und dann hast du verlagert. Ja, da haben Sie Respekt verlagert. Das ist nicht unbedingt für Welt so. Und wenn Sie dann Maisfeld anlegen, dann haben Sie hier einen großen Acker und dann haben Sie noch so ein bisschen Fläche, was Sie dann mit Hacke bearbeiten, mit einem Mais auch hin. Und alles andere unterblieft, brach liegen. Ne? Ja. Also von wirtschaftlicher ist das nicht obstehen. Und darum. Und lauten Sie gut hier beeinflussen, Falle. Ja, gibt natürlich auch vernünftige Lüge. Ja, aber die große Masse ist eben so passiv in diese Heller oder Wies. Und ich hab auch versucht, mal sagen, dass sie. Ich habe die Witte gemeint, gesagt, haben die nicht mal einen Buhl, dass die Dären mal ein bisschen alle Blut drin kriegen, dass ein bisschen mit Mehl kommt und so. Ja, ja, die Witte wundert wohl, aber die Schatten wundern nicht. Die Dären sollen so bleiben, als sie wären. Ja, ist natürlich auch mit an. Die sind nämlich Lebtaue, die kündet gegen die Süden alle an, weil sie das wären sind. Und die Witte da so lang wie wir lange nicht so taue. Nee. Das hätte sich inspült, aber die haben sich ja so vermehrt, das ist das Schlimme ja nicht. Ja. Die Schwatten haben sich in Südafrika von 3 Millionen um den 100 und 40 Millionen für da auch vermehrt. Das ist also verzehnfacht in 100 Jahren. Ja. Und das Land wurde aber nicht mehr. Nee. Das Land blieb ja. Ja. Und darum mutten die für da auch dann auch in die Städte und dort arbeiten, in die Goldminen und was alles. Ja, und für da auch ist ja nun so in Südafrika, dass die Witten ja nichts mit der Serben haben, die Schwatten haben ja die totale Macht. Ja. Und nun haben die ein Gesetz gemacht, noch ein Rassenproporz, weil die Schwatten 80% sind von den Menschen, kriegen die auch 80% von der Arbeit stehen. Mhm. Und die Witten sind bloß 10% und die kriegen bloß 10% von der Arbeit stehen. Obwohl die Witten da baute. Ja. Und dort haben die nun viel Arbeit, aber weil diese Menschen Massen da sind, sind hell arbeitslos. Und die absolut armen Schwatten in Südafrika sind mehr geworden in den letzten Jahrzehnten, nicht minder geworden. Aber das ist ein Thema für sich, die ganze Wirtschaft dort. Nee, auch wenn man die Slums da hinhält, das ist ja ganz schlimm. Ja. Das ist ja unverständlich, dass die Menschen da so binnen sitzen, hausen und ähnlich auch in ihre eigenen Fäkalien und Dreck hier umkommen. Ne? Aber wer will man dafür verantwortlich machen? Nein, das kann man nicht. Ja. Und auch die paar Wirten, die sind, die verbarrikadieren sich da in ihren Huren mit hohen Zäunen drunter. Und Huren, die da achten, loben, das ist ja alles im Widerspruch gegeneinander. Ne? Und das war früher nicht so? Nein. Also früher konnte ich mit Auto irgendwo hinfahren, Auto liegt auf Staunen, nahm den Schlangenstock, man nahm die Bibel, klärte den Wagen hoch, hab den Lüderbogen in die Krale besagt und so und nur kein Problem und für da auch liegt man da gar nicht mehr im Traum. Nee. Nicht? So hätte sich das verändert nicht. Ja, ja und da ist der Tiet ja in Südafrika verhört zu Ehrenau. Ja. Was hat das denn für Gründe? Ja, das war die andünende EK immer Kopie. Ja. Nicht? Das fing an zu mörden zum Öhrenfliegen, wenn die Hitze durchkam. Ja. Und blieb der helle Dach auch und den Zaum, wenn die Sion ohne Gung holt, hat noch einen Stören an und dann, wo das sagt, Minne und nachts Gung das denn und alle Möhren fängt wieder an. Ja. Und wenn mal bedeckt wäre, Regen wäre, dann hat kein Kopf hin. Und dann hätte das Tropeninstitut in Tübingen gesagt, also ich soll doch leider in Deutschland leben. Ja. Ob die dürt, was das nicht galt für mich. Und da sind sie wieder zurückgekommen. Ja. Das 68. November. Wo sind die Kinder denn geboren? 2 in Südafrika und 2 in Deutschland. Ach so. Ja. Nachher. Also, ja, als ich in Deutschland wieder zurück bin, sind 2 Kinder in Deutschland geboren und 2 sind in Afrika. Ja, ja. Ja, und da sind sie in Deutschland mit Open Arms empfangen worden, in Lütje. Ja, in Deutschland, ich kann nun in Mission blieben können und habe bestimmte Bounties haben können, aber ich wollte den Leib doch richtig in Gemein. Ja. Und
dann muss ich von Landeskarge übernommen worden. Ich kann ja noch ein bisschen anders bilden als die normale Pistolen hier, weil das ein Seminar west wäre und so. Mhm. Aber das war ein Alkin Problem. Und dann wollen die Gemeinde Backem und Breinem, die wollen mir gern haben. Ja. Und ich wollte auch ein Gemeinde haben, der nicht zu groß wäre. Ja. Ne, ich habe, was ich eben sehe, die auch ja in Südafrika deutsche Gemeinden hat. Nicht? Also parallel dazu, für Vertretung und so. Und da ist mir dann deutlich geworden, wenn Gemeinde nicht zu groß ist, hat man die Übersicht. Ja, dann und man hat eine engere Bindung. Ja, dann lädt man die Lü kennen. Ja. Und auch in Deutschland ist es für da auch so, wenn die Lü Hüppes dort nicht mehr kennen, drehen sie völlig den Karre gut, als wenn sie ihn kennen. Ja. Ne? Das ist einfach eine Erfahrung. Und ich habe gesagt, ich muss eine Gemeinde haben, die ich bearbeiten kann, wollte die Lü kennenlernen. Und das war Bob Möhr, Breiner Möhr, wie gesagt, die wollen wir auch gerne haben. Ja, wo will ich in Bonus sein? Das waren sogar 1000. Ja. Miteinander, der Jahr, und für da ist ein bisschen anders. Ja. Und das ist auch so, West. Ich habe in Backemo, Breinemo, Aalhüken, ich bin der Aalhusen West. Ja. Ich habe auch von 50. Lebensjahr an, jede Jahr die Aalhü besucht. Ja. Und im Nachhinein kann ich sagen, auch in Nordmoor, von denen, die ich beerdigt habe, habe ich 90% begleiten dürst mit Stab. Ja. Also West Aal. Haben Sie engere Kontakte gehabt? Ja. Nicht? Weil eben dem Museum, der zumal Wäschstaben, den Herzinfarkt auf sowas, das ist aber anders. Aber anders habe ich all Orlü, weil ich von zündlichster Geburtstag an der Hengung, all Gott kennt und dann in Krankenhaus begleitet und so soll ich auch wissen. Ja, dann ist auch ein ganz anderes Gespräch geworden, als wenn man Blutmann zu irgendwo treffen darf und oberflächliches Gespräch führt. Und wer so in Bauchmörl, wenn es noch lebt für die Landwirtschaft tätig, also was in die Lü auch das so bin Hust, was in Nordmörl füllt stur, da kriegt man die Lü nicht sofort unter sein. Mhm. Also Bauchmörl habe ich all gehört und das Schwergewicht von meiner Arbeit wäre eigentlich die Jugendarbeit, weil ich mir gesagt habe, wenn du nichts genau warst, dann schlägt das gut mit der Karte. Ja. Und ich habe das Glück gehabt, weil ich eigentlich nur, eigentlich wohl, ich habe mein heiles Leben immer in Schölen arbeiten musst. Weil ich gar nicht wohl. Das fing in Afrika an mit Hermannsburg, dass ich dahin quim und dann ging auch so wieder da. Und als ich nach Bauchmörr quim wäre, das so, dass die in die Volksschule kein Religionsunterricht wäre, weil die Messe nicht in Karg wäre. Mhm. Und dann bin ich mit dem Schulrat hängen und sagte, konnte ich das nicht machen, lese ich, das bruckt nicht, die haben so viel Unterricht, die muss nicht noch mehr haben. Und dann habe ich aber mit der Messe, habe ich mich ganz gut verstanden, all die Jahre, der hat dann auf Freitagvormittag mit den Kindern rübergestellt. Dann fing um 8 Uhr an mit der ersten Gruppe, neben die zweite Teil und elm. So habe ich jeden Freitag die Fährklassen 8 miteinander hat. Ja. Und konnten alle Ruhe biblische Geschichten vertellen, mit für Singen, Synematenlieder, Kipka-Kögels und Weihnachtslieder und was nicht all. Und ich habe es all gehört und die kamen aus Aal und Kinderkark. Und wenn man Konfitsche anfangen will, was wir all vertraut all. Ja. Und wir haben eine ganz geile Jugendarbeit gehabt. Sind noch Stücke von Pistor worden und so. Oh ja. Nee, das ist Geld mit Lohn. Ja. Das war Backemoor, Breinemoor und du gingst dann auch nach Nordmoor. Nach Nordmoor hin, ja. Ja. Ja, weil ich dort denn so viele Jahre West bin, dann habe ich gedacht, wenn du die mal verändern wolltest, dann wird Tiet, anders wird man zu alt. Ja. Und dann bin ich nach Nordmoor hingegangen. Und das war also auch ein ganz geiler Gemeinde, nicht ganz so als Bauchmöhr, aber das liegt an die Geschichte. Nordmoor ist wahrscheinlich nur in Erweckung gekommen, in Backemoor wohl. Doch, und das mag man denn doch mit der Tiet. Ja. Und Nordmoor, was auch gleich für Teutreck ist, den du eigentlich gar nicht hören, auch gleich für Flüchtlinge, Schlesien und so. Flüchtlinge war es auch blöd. Ja, aber die war es ziemlich karg und so von uns. Da habe ich dann auch viel versucht, mit Jugendarbeit zu machen. Aber ich muss immer parallel auch für Schule machen. Ich habe damals in der Tiet beginnen. Gymnasium in Poppenbörfest, an Blinker, an Schöll dort und dann in Heisel, an das Realschöll, Westergaste an Schöll und dann Nordmoor auch Schöll. Ja. Immer mit den Jungen. Immer mit jungen Blüten. Ja. War ich gar nicht wohl, nee. Aber immer irgendwie kam das so, dass ich das tät. Ja, aber das ist doch irgendwie ein Auftrieb, mit jungen Blüten zu arbeiten. Unbedingt. Ja. Nee, das spielt mir auch nicht, dass das so West ist. Nee. Und dass man halt Leib für junge Blüten erreichen konnte. Und da bin ich blieb. Ja. Und 2000 sind sie in Rente gegangen. Dobbingen hat gehabt, ja. Ja. Du warst die Aktivität vorbei, ja. Aber sie sind ja nicht müßig geblieben. Nee, also in Rufweite sagt man dann auch ja nicht. Genau. In Rufweite. Ja. Und was sind für immer für irgendwelche Vertretungen, was sind sie zur Verfügung? Also hier in Kreis Leer, nördlich Kreis Leer, so
von Straukoll über Backband, Teufelsonne bin ich noch in Backband. Ja. Und, den Filsum, Deiten, Hollen, und, diese Gemeinde bin ich ja. Eigentlich noch für Föhl und Rieden. Ja. Ja. Das ist immer noch und so. Und dennoch Föhl Vorträge so. Ja. Über das Friesland, über die Reformationsgeschichte. Ja, habe ich auch mal gehört von Höhe. Ja, und dann aus Friesen ein besonderes Volk. Ja. Und dann über den Islam habe ich einen Vortrag. Ja. Und dann, warum Schwarzafrika nicht zur Ruhe kommt, habe ich für den Weg noch einen hat. Ja. Und so ein Thema hat man dann alle. Ja. Und das ist auch mal so. Dann ist einmal, dass sie in der Wies noch aktiv blieben, aktiv sind und blieben. Und wir hoffen, dass sie noch ein Heil sind. Für uns zu erholen leben und noch mehr nicht einfach nur profitieren kann. Ja, das ist ja. Mooi. Ja, in der, ich denke mal, wir haben noch so ein Heilset ohne Holen und wir haben ein Heilbild von der Höhe. Und ich denke mal, dass da nicht bloß wir, so anderen, ob die nach uns kommen, noch Interesse anfinden. Und nach jeden Hürden, was wir von da auch hier miteinander probt haben. Und wir bedanken uns recht herzlich, Herr Allen. Dass sie sich zur Verfügung gestellt haben und das Gespräch mit uns vereinbart haben. Ja. Ich bedanke mich. Happy Friday. Ja. Ciao.